Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Noch ein paar mehr kommen vielleicht. Können ja die, die gerade hier sind, wenn sie wollen, gerade auch nochmal Werbung machen. Ist immer ganz dienlich. Holt normalerweise immer noch ein paar Leute dazu. Ja, und es gibt eigentlich wieder viel, worüber man reden kann, weil in der letzten Woche wieder so einiges passiert ist. Also ich kann mal den neuen Zwischenstand durchgeben. Es sind jetzt 35 Bücher verkauft worden. Aber halt eben, keine Ahnung, wie viel zigtausend Mal jetzt inzwischen da die PDF rumgegangen ist. Das muss, also ich habe es aus den Augen verloren. Also es ist viel, viel, viel. Und es geht gut rum und ich bekomme immer mehr Feedback von den Leuten, das mich einfach umhaut, weil eigentlich, also sie danken mir alle die ganze Zeit, aber diese Lorbeeren gehören eigentlich gar nicht wirklich mir. Aber ich finde es halt eben sehr schön, wie das alles abgeht und wie inspiriert die Leute sind. Die Martina möchte zum Beispiel, und das ist dann auch irgendwie durch Postings in der Gruppe letzte Woche entstanden. Letzten Sonntag ging es da in der Gruppe auf einmal sehr viel um Giftboxen und Umsonstläden, respektive Schenkläden oder wie nennt ihr das hier auch noch? Kostnixladen. Kostnixladen, genau. Und die Martina ist jetzt halt eben da ganz Feuer und Flamme und hat da unter sich einen Laden, der sich da anbieten würde. Und ich finde das halt super toll, wie viel Engagement da dann auf einmal dann in den letzten Wochen und Monaten auf einmal möglich wird und für viele Leute Dinge auf einmal angehbar werden, von denen sie vorher nur geträumt haben. Und irgendwie gefällt mir diese Energie sehr gut. Ich habe seit Montag mein Auto, mein neues Zuhauto und habe auch schon einmal drin geschlafen und das war super geil und ich werde es noch ein bisschen ausbauen und mir das was heimeliger machen. Heute haben wir den dann umgemeldet und jetzt ist im Prinzip alles soweit, dass ich dann Montag, morgen im Laufe des Vormittags die erste Reise antreten werde, die mich dann wahrscheinlich, also erstmal über Salzburg führt, zu der SU, wo auch mein Navi wartet. Und dann geht's halt dann direkt zu der Martina weiter, wo ich da ganz gerne dann natürlich auch mal gerne gucken möchte, was ich da eventuell machen kann, um mir zu helfen. Und dann geht's nach Stuttgart weiter. Da werde ich erstmal die Amelie treffen, um mit ihr so ein paar Sachen noch zu bequatschen, weil die ja demnächst meine Kunst verkaufen möchte und vertreiben, weil ich da irgendwie einfach nicht der Richtige für bin. Ist nicht so mein Ding, so dieses ganze Geschäftliche. Bin halt der Kreative. Und dann sind wir dann halt natürlich auch schon in Stuttgart und ich denke mal nächste Woche Freitag dürfte dann die Sendung von den Rubin Studios ausgesendet werden mit hoffentlich sehr vielen von uns. Das Interesse war auf jeden Fall groß, als wir gesagt haben, wir können uns beim Rubin treffen. Ich hoffe, das funktioniert so, ansonsten werden wir ein anderes Plätzchen finden. Ich habe auf jeden Fall mir gestern unter anderem auch ein neues Handy besorgt, durch das ich jetzt halt auch wirklich dann online sein kann. Da ist auch schon Mumble drauf, beziehungsweise Plumble. Ist aber noch nicht so richtig eingestellt. Muss ich den Klaus dann später mal fragen, ob der mir da hilft. Und da werde ich mir dann halt, sobald ich in Deutschland bin, einfach auch eine deutsche Karte zukaufen, damit auf jeden Fall sichergestellt ist, dass egal wo ich gerade bin und sollte ich eine Panne auf der Autobahn haben, dann halt im Notfall sogar von da senden kann. Ja, das bedeutet, ich werde wahrscheinlich dann demnächst wieder nicht nur Okitalk machen, sondern halt auch eben auch wieder Livestream machen und
wieder vermehrt YouTube-Videos und von meiner Reise berichten, was mir denn da alles so passiert und so. Und eventuell mit dem einen oder anderen von euch zusammen was machen. Freue ich mich ja immer sehr, wenn man da nicht nur meine Hackfresse in den Videos sieht. Und da könnt ihr euch natürlich auch gerne noch bei mir melden. Also die erste Tour geht halt eben über Stuttgart, dann ins Rheinland, Köln-Aachener Raum, Ruhrpott und dann rüber nach Bitburg und dann halt eben nach Wien zurück gegen Anfang des nächsten Monats. Dann kann ich hier, brauche ich mir für ein paar Tage nicht noch eine neue Vignette zu kaufen für die Aldebaran, sondern kann das dann halt eben sinnvoll machen. Das heißt, so ab 1.10. rum werde ich erstmal wieder ein bisschen in Wien sein und dann meine zweite Tour planen. Und dann, keine Ahnung, gucken wir mal, was dann kommt. Das ist jetzt grob das, was ich da so aus der letzten Woche rausfinden konnte. Ja, und der Finn ist heute... Er sagte mir für heute Abend definitiv ab, weil der Finn ist nämlich auch auf Reise gegangen, beziehungsweise der fährt morgen los, wenn ich das richtig verstanden habe, und wird auch auf Tour gehen und auch Videos machen. Und ich freue mich sehr darüber, dass es halt da jetzt immer mehr Leute gibt, die sowas in Erwägung ziehen und anfangen. Und keine Ahnung. Gefällt mir einfach alles. So, jetzt habe ich hier natürlich gerade nicht viele Mitsprecher oder weil im Moment bin ich noch allein im Raum. Aber der Michael blinkt gerade auf. Magst du was sagen? Ja, du. Bitburg, der Aufenthalt wird dann länger dauern, vermute ich, ja? Hä? Ich möchte auf jeden Fall, würde ich ganz gerne ein paar Tage da bleiben. Ich dachte wegen dem leckeren Gerstensaft. Ach so, ja, der interessiert mich halt nun mal überhaupt gar nicht, obwohl der auch aus Bitburg dann kommt, aber ich trinke halt kein Bier. Ich bin halt kein Biertrinker. Nee, ich habe halt Freunde da, die ich jetzt auch, also ne, ich habe ja jetzt sehr viele von denen, ich bin jetzt über 2 Jahre nicht in Deutschland gewesen. Und davor halt eben auch das Jahr auf Tour gewesen. Und es gibt halt viele Leute, die ich jetzt auch schon 2 bis 3 Jahre nicht gesehen habe oder sogar noch länger. Und da bin ich natürlich auch eingeladen und gern gesehen. Und wenn dann halt auch da dann noch direkt Interesse an dem Buch bekundet wird, und dann fahre ich dann natürlich doppelt so gern hin. Und mal schauen. Also ich möchte das Ganze möglichst planlos in der Ausführung halten. Kann auch sein, dass das alles völlig anders kommt, als ich mir das gerade vorstelle. Dann ist das halt eben so. Muss man einfach gucken, wie es kommt. Und ich werde dann nachher sagen können, was wirklich passiert ist. Dann ist heute noch was gewesen in der Gruppe, wo ich auch ganz gern drüber reden wollte, weil ich noch nicht so genau weiß, was ich da überhaupt von halten soll. Und zwar also in der Projektgruppe Agenda 2020 im Facebook, wo bis gestern schon knapp 500 Leute drin waren, die halt alle eben ihrem Interesse da reingefolgt sind und von sich aus Anfragen gestellt haben und in die Gruppe reingenommen worden werden wollten. Und ich war jetzt 2 Tage nicht online und komme dann gerade wieder da rein heute und sehe, dass die Gruppe 2.500 Mitglieder hat. Und ich hatte halt eben vorher explizit darum gebeten, niemanden wahllos hinzuzufügen. Und so hatte ich mich zuerst sehr gewundert über knapp 2.000, also 400% mehr Menschen, als ich es vorgestern dann noch gesehen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann ja eigentlich nicht sein. So, und dann ist wohl halt eben doch wieder wahllos hinzugefügt worden. Und jetzt hat die Gruppe 5-mal mehr Leute, von denen dann 80% überhaupt gar nicht wissen,
warum die überhaupt da sind. Und das ist natürlich für eine Projektgruppe eigentlich völlig unbrauchbar. Weil jetzt ist nämlich genau das, was wir eigentlich halten wollten, nämlich halt ein Fokus, letztendlich sehr abgewichen. Und wo bisher halt die Leute vor allen Dingen eben sehr projektspezifisch gepostet haben, sind da halt jetzt 80% Leute in der Gruppe, die keine Ahnung haben, was überhaupt, worum es in der Gruppe überhaupt geht. So, und weil ich aber halt eben auch nicht derjenige bin, der da auf irgendwelchen Richtlinien rumreiten will, hatte ich gehofft, dass ich eventuell heute Abend mit dem einen oder anderen da noch drüber reden kann, der mir da eine etwas bessere Sichtweise auf die Dinge vermitteln kann, weil ich finde es gerade halt eben ziemlich blöd. Und da ich aber an der Sache nichts ändern kann, würde ich ganz gerne meine Sichtweise ändern. Könnte da noch ein paar Anregungen, Denkanstöße gebrauchen, wofür das denn jetzt bitte gut sein soll, dass jetzt in der Gruppe 80% Leute auf einmal drin sind, die keine Ahnung haben, worum es in der Gruppe überhaupt geht. Ja, ich habe ja gerade gesagt, so lass uns mal Werbung machen. Ich mache das mal gerade selber, weil zu 5 Leuten macht es hier nicht viel Spaß, miteinander zu reden, vor allen Dingen, wenn keiner von euch dann oben in dem Raum auch noch drin ist, der mitreden kann. Also ich werde jetzt mal gerade Michael bitten, nochmal einen Song zu spielen. Hey Anna geht mir durch den Kopf, klingt gut, oder wir bei 2 Seiten sind und so. Und ich hab noch eine Frage. Ja, gerne. Weil ich bin ja in dieser Gruppe nicht drin, weil ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wir haben zwar eine sehr gleiche oder sehr ähnliche Orientierung, aber du weißt ja, du hast halt den Gamer-Chip und ich habe eben nicht den Gamer-Chip. Ich sehe zwar viele Dinge gleich wie du, aber eben aus einer anderen Perspektive. Und deshalb bin ich nicht in der Gruppe, weil ich würde zu diesen 80% gehören. Aber mich würde mal interessieren, was das denn ausmacht, wenn 80% dabei sind oder meistens ja eigentlich nur formell eingetragen sind, wenn ich das so richtig sehe, und die von nichts eine Ahnung haben. Was läuft dann möglicherweise schief oder was ist ungewollt? Erfahrungsgemäß kommt es dann früher oder später dazu, dass immer mehr Leute diese Gruppe dann auch nutzen, um da einfach ihre Werbung für irgendwelche Sachen reinzuposten, ob das jetzt kommerzielle Werbung sei oder für Events oder sonst irgendwas, spielt aber gar keine Rolle. Wenn dann mal einer im Postwahn ist, dann landen halt dann dadurch halt auch sehr schnell Sachen in der Gruppe, die eigentlich off-topic sind. Und das verwässert dann wieder den Fokus. Also um genau zu sein, ist es halt eben, ja, kann man sich das vorstellen wie einen Raum, in dem man sich trifft. Also jetzt ganz real, in der realen Welt, sagen wir mal, in der Volkshochschule treffen sich 20 Leute, die sich da eingetragen haben, um zusammen Sirtaki tanzen zu lernen. Und auf einmal sind dann aber 100 Leute in diesem Raum, sagen wir mal, der ist groß genug, die von Sirtaki nicht die geringste Ahnung haben und auch vielleicht gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen, sind jetzt aber in einem Raum und müssen sich darin irgendwie die Zeit dann halt, die sie da drin sind, vertreiben und die werden dann was anderes machen. Und die 20 Leute, die Sirtaki tanzen wollen, die können dann entweder woanders hingehen oder halt nicht Sirtaki tanzen. Verstehst du, was ich meine? Und das ist so der Punkt. So. Also entweder... Also ich warte jetzt mal ab, was passiert. Vielleicht sind meine Befürchtungen ja vollständig unbegründet, was mich sehr freuen würde. Und das kein, aber das sind halt so die Sachen, die ich halt aus der Erfahrung auch kenne. Das ist ja nicht die erste Gruppe, die ich aufgemacht habe. Und keine Ahnung. Also ich bin nicht unbedingt begeistert gerade davon. Ja, kann ich verstehen. Das ist logisch. Dann Anna und Band ab.
Hey Anna, ich habe eine Welt gesehen, so voller Angst und Wut und Hass. Eine Welt voller Leiden, Zerstörung, Fremdherrschaft und Mangel, die von Geld regiert wird, für das ihre Bewohner sich gegenseitig zerfleischen und sich gegenseitig das Leben zur leibhaftigen Hölle machen, übereinander herfallen und sich gegenseitig ihren Willen aufdrücken. In der Hunger und Krieg, Streit und Stress genauso zu Tagesordnung gehören wie Abhängigkeit und totale gefühlsmäßige Verwüstung. Sich auf Augenhöhe begegnen, sich lieben und dabei helfen, das Leben zu genießen. Eine Welt so wunderschön, wie eine Welt im Universum nur sein kann. Eine Welt regiert von der Liebe, voller Schönheit und Anmut, sodass mir vor Demut die Worte fehlen, sie zu beschreiben. Eine Welt, in der sich jeder sicher fühlen kann, weil niemand nötig hat, einem anderen Leid zuzufügen. Eine Welt, in der das Leben respektiert, geachtet und gelebt wird. In der alle satt und in Frieden mit sich selbst sind und allem um sich herum. Eine Welt, ein wahres Paradies. Dieser Welt habe ich auf dem Planeten Erde gefunden. Und sie sind nur ein Gefühl voneinander entfernt. Fühlst du Angst, Wut, Zorn, Neid oder hast Feinde, bist du in der Einheit. Liebst du, bist du in der Einheit. Liebst du, bist du in der anderen. Überleg dir, wie du die Welt siehst, denn so nimmst du sie wahr. Ja, da haben wir wieder. Denn dieser letzte Satz, ne, der ist gestern nochmal sehr rausgestochen. Ich hatte gestern einen sehr netten Abend in Wien mit und bei der Sandra und ein paar Freunden von ihr, wo das Buch dann auch irgendwie auf den Tisch gekommen ist. Und da steht es ja auch vorne, steht dieser Satz auch explizit nochmal drin. Und er ist dann halt auch sehr sofort aufgefallen. Ja, so ist das. Das müssen wir uns alle ganz bewusst machen. So wie wir die Welt sehen, so nehmen wir sie dann auch wahr. Etwas anderes hat sich diese Woche noch ergeben, also eigentlich ist das schon seit 2 Wochen in Mache. Ich habe eben einen Link in den Chat gepostet, nämlich 2020, die neue Erde.de, jeweils mit Bindestrichen dazwischen. Also 2020, Bindestrich, die
www.neue-erde.de. Und da haben wir eine Webseite gebastelt bekommen von dem André, der auch unten mit im Raum ist, sehe ich. Und für die ich mich sehr, sehr herzlich bedanken möchte, die mir wahnsinnig gut gefällt. Also ist ganz toll, was der André da gemacht hat. Nämlich eine Landingpage. Ich hatte vor 2 Wochen abends gefragt, da hatte er mich gefragt, ob wir sowas brauchen können. Und ich hatte noch in den Raum in der Sendung gefragt, ob wir sowas haben wollen oder ob wir es brauchen. Und da kam ja noch so, nicht wirklich, und man ja alles so und so schon. Und abends kam der André dann aber dann nochmal im Facebook auf mich zu und fragte auch nochmal. Und dann ging mir so durch den Kopf, ey, du hast eine Idee, ich habe die gerade nicht, mir fehlt das, mach doch mal einfach. Und dann hat er mal einfach gemacht und eine saugeile Seite zusammengeschustert, auf der man quasi alles findet, was irgendwie mit dem Buch zu tun hat. Könnt euch das sehr gerne mal angucken, freuen wir uns. Diese Seite wird demnächst auf jeden Fall auch auf meinem neuen Auto beworben und durch die Gegend gefahren. Ja, dann hat sich letzte Woche noch was ergeben, nämlich die Ulrike schrieb mir, dass am 21. 22. November ein Kongress in Stuttgart ist, nämlich der Wege in die Freiheit Kongress, wo halt eben auch Leute wie André Stern und der Freeman, wie heißt er jetzt hier noch? Joe Morgan Kreisel. Im Facebook, Joe Kreisel, und die Eva Herrmann ist da und die na, Mann, mir fällt der Name nicht ein. Hier von Bewusst TV, die weiß er auch nicht, ne? Ne, egal, macht nichts. Es sind viele interessante Leute da. Unter anderem werde ich auch da sein, vielleicht sogar als Referent. Vielleicht, wenn noch ein bisschen kurze Zeit offen ist, so, dann kann ich auch als Referent auf die Bühne. Aber vor allen Dingen haben wir da kostenlos einen Stand angeboten bekommen, um das Buch zu promoten und was wir so machen. Und das finden wir natürlich ganz toll. Und da werde ich dieses Angebot natürlich dankend annehmen. Und wir werden dann halt eben in Stuttgart sein. Am 21. und 22. November auf dem Wege in die Freiheit Kongress. Und als ich das dem Michael erzählte mir der Michael außerdem auch noch, dass da, soll ich, darf ich jetzt erzählen, Michael, dass da was ist, oder ist das noch streng geheim? Mit dem Kongress? Mit dem Kongress. Nee, was meinst du? Ja, dass halt eben, dass vom Kongress auch, dass der Kongress mitunter halt eben auch von Okitalk übertragen wird und solche Sachen. Ja, nee. Wir übertragen viele Kongresse, und ich glaube auch den, ja. Ja. Bei der Gelegenheit, Bauri, wir machen dieses Jahr auch einen eigenen Kongress. Ja, würde ich dich gerne als Redner dabei haben. Datum steht noch nicht fest, aber das kannst du schon mal sagen. Ist das ein Radio-Online-Kongress, der dann weltweit ist? Oder ist das auch an einem bestimmten Ort, wo sich viele Leute dann treffen und kennenlernen können? Auch? Nein, das ist der Okitalk-Kongress, der Okitalk-Live-Kongress, hier auf Mumble. Ah, das heißt, wir werden hier auf dem Sender dann entsprechend Referenten haben. Richtig. Ja, klingt gut. Wird ein geiler Kongress, ein sehr gemischter, ein sehr bunter, ein sehr vielseitiger und vielschichtiger Kongress. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall geile Sache. Da bin ich natürlich dann auch gerne dabei. Hast du schon eine Ahnung, wann das sein soll? Genaues Datum steht noch nicht fest. Das wird aber vielleicht Mitte Oktober, ansonsten im November. Ja, sehr cool. Wir wollen natürlich den wichtigen Kongressen keinen Platz wegnehmen, ne? Die da draußen auch sind. Und wenn wir da mit unserem ersten Kongress antanzen, wir müssen ja erstmal zeigen, was wir kongressmäßig drauf haben. Und wenn die dann sehen, was wir kongressmäßig drauf haben,
dann werden die natürlich auch interessiert sein, öfter mit uns Kongresse noch in ganz anderer Form zu machen. Ja, ich erinnere mich daran, dass das mit den Wir-Kongressen auch so war. Wirgemeinsam.de hat, oder net, wirgemeinsam.net, hat ja damals auch angefangen, haben damals angefangen, also wann war das? 2010 hatten wir, glaube ich, 3 Kongresse. Ja, und die wurden natürlich dann auch aufsteigend dann immer interessanter und coole Referenten dabei und dann halt auch ziemlich große Namen. Und ja, bin mal gespannt, ich freue mich da sehr drauf, weil das hat wieder ja genau mit dem zu tun, was in dem Buch eigentlich steht, nämlich dass halt eben die Leute angefangen haben zu reden und zuzuhören und das vor allen Dingen über Okitalk. Und da sehe ich halt einfach eine weitere Synchronizität, eine weitere Prophezeiung, die sich selbst erfüllt gerade. Ja, natürlich. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche im Hintergrund stören nicht allzu sehr. Das ist Ambiente. Ich habe eine Ambiente-CD eingelegt von einer Frau, die einen Kessel spült. Ach so, nee, das ist live. Na gut. Ja, mein CD-Player funktioniert auch gar nicht. Ich habe, glaube ich, gar keinen. Nee, richtig. Genau. Habe ich ganz vergessen. Wenn ich schon Märchen erzähle, dann solltet ihr auch Hand und Fuß haben, ne? Ja, aber ist ja nicht. Ja, also, ich würde mich freuen, wenn hier noch irgendjemand anders auch mit mir redet. Ich sehe, dass der Sunface unten drin ist und würde mich natürlich auch mit ihm gerne nochmal unterhalten und vor allen Dingen mal ordentlich Danke sagen, weil ja auch nicht nur mit Martinas, sondern auch mit deiner Hilfe es halt eben dazu gekommen ist, dass ich mir diese Woche das Auto klar machen konnte und da bin ich natürlich extrem dankbar für und wollte das hier auch einfach nochmal sagen, genauso wie ich sehr, sehr dankbar für diese Webseite bin und überhaupt gerade extrem dankbar sind, aber ich brauche immer auch jemanden, auf den ich das projizieren kann. Manu, wie geht's dir? Ja, super geht's mir. Ich freue mich, dass du jetzt ein Auto hast und hat mir auch Spaß gemacht, die Aktion dann. Ja, hast das Geld gut bekommen, ja. Ja, ist alles angekommen und hat gereicht für Anmeldung und Versicherung und der Tank ist auch schon voll und sieht gut aus, kann losgehen. Ist wahrscheinlich wieder nicht mehr als nötig da, aber eben auch nicht weniger. Von daher ist es machbar, umsetzbar und ich denke, auf der Reise werde ich halt, also ich habe auf jeden Fall meine Tattoo-Ausrüstung dabei, dass ich noch notfalls das Spritgeld und so dann auch erarbeiten kann. Also wie gehabt, jetzt bin ich quasi wieder auf dem Stand von der Mobilität her, wie ich das vor 2 Jahren war, bevor ich nach Mallorca gefahren bin, nämlich mobil in Europa. Finde ich gut, macht Spaß, ich freue mich da sehr drauf und bin dann mal sehr gespannt, was die nächsten Wochen alles so passiert. Ja, ich habe dir das ja schon mal geschrieben, glaube ich, weiß nicht, ob es jetzt privat war oder ich glaube, ich habe das sogar privat geschrieben mit Limburg. Ich wohne ja hier in der Nähe von Limburg an der Lahn und hier ist mal nichts los, hier steht nicht mehr eine Mahnwache oder so. Ich meine, Frankfurt ist in der Nähe, okay, aber Frankfurt ist immerhin schon fast 2 Stunden noch entfernt, also ist schon noch weit und keine Ahnung, ich glaube, Limburg schreit schon seit Jahren irgendwie nach mal ein paar coolen Vorträgen und du kennst ja auch eine Menge Leute und vielleicht kann man ja sowas hier in der Gegend organisieren. Das wäre natürlich cool, wo dann, ich habe zum Beispiel den Dennis Sandmann, der macht auch Vorträge über verschiedenste Sachen und auch sein Buch Angst und so hat auch einige Bücher schon geschrieben und die er dann irgendwie da auch präsentieren kann und so und das wäre ja cool, wenn man sich irgendwas Größeres versammelt dann hier in der Gegend. Wäre auf jeden Fall mal eine coole Sache, du kannst ja mal schauen. Ob es irgendwo eine Location gibt, wo man sowas machen könnte, die vielleicht auch nicht allzu teuer ist. Also ich werde da, wo ich auftrete, keine Gage verlangen oder so. Ich werde halt eine Spendenbox aufstellen, dass dann halt, dass ich die Reisekosten nicht dann noch selber zahlen muss, dass das dann halt, dass vielleicht einfach ein bisschen an Spenden reinkommt und die Leute dann, wenn sie hinterher was davon hatten, und was wir nach Hause nehmen können, auch einfach was da lassen können. Und normalerweise ist dann immer genug da, dass man weiterkommt. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Und wenn wir dann halt
den Raum auch günstig bis umsonst bekommen, wäre das natürlich auch eine geile Sache. Gilt natürlich hier auch für jeden anderen, der sowas bei sich zu Hause oder irgendwo machen möchte. Zu Hause ist eigentlich gar kein schlechtes Wort. Ich habe halt 2012 sowas auch schon zweimal einfach bei Leuten privat zu Hause gemacht, wie bei einer Tupper-Party, die dann einfach 10, 15 Leute zu sich nach Hause eingeladen haben, die dann mitunter einfach auf dem Boden gesessen haben, aber alles kuschelig und schön war, weil einfach die Wohnzimmer auch groß genug waren. Und dann komme ich natürlich auch gerne einfach zu euch nach Hause und wir machen das in chilliger, privater Atmosphäre und können trotzdem dabei Rookie Talk laufen lassen oder es einfach eine Kamera aufstellen und es auf YouTube hochstellen. Und was natürlich immer dabei hilft, auch weitere Leute zu inspirieren und einzuladen, weil das kann man halt immer noch keinem einfach aufdrängen. So, da müssen die Leute schon selber immer auf die Links klicken. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass ich solche Sachen dann auch wieder mache. Jetzt nächste Woche ist ja quasi schon sowas in der Art, nämlich halt eben bei dem Rubin, wenn das sich ausgeht. Und wollte ich auch mal fragen, wie weit ist denn Stuttgart eigentlich von dir weg? Von mir ist Stuttgart nicht so weit weg, also schon halt runter ein Stück Limburg, Frankfurt, also in der Nähe von Frankfurt bin ich und von Frankfurt aus gesehen, ich weiß nicht, mit dem Zug. Dauert schon ein paar Stündchen, aber auch nicht so lange. Ja, ich habe halt eben auch früher schon immer die Erfahrung gemacht, dass das um einiges effektiver war, wenn ich nicht einzelne Leute besucht habe, was ich natürlich immer sehr gerne gemacht habe und natürlich auch weiterhin auch noch auch mache. Aber es ist natürlich dann auch super cool, wenn ich da, wo ich in der Nähe bin, halt auch eben irgendwo hinfahren kann, wo sich viele von uns versammeln, damit man nicht nur mich mal kennenlernen kann, sondern halt eben auch die ganzen anderen tollen Leute auch. Das, was mit diesem Privattreffen mitunter einfach so ein bisschen fehlt. Dann kennen mich die Leute zwar, aber die anderen Leute nicht so. Dafür hatten wir damals 2012 in, oder 2011 war es, glaube ich, noch in Köln auch ein Wir-Treffen einfach gemacht, weil dann kam ich da halt nach Köln und dann meldete sich die Alben bei mir und sagte, oh Bauchi, ich kenne hier niemanden, ich fühle mich so allein und gleich sagt, das kann nicht wahr sein. Ich sage, ich kenne im Umkreis von 10 Kilometern bei dir mindestens 25 Leute, denen es genauso geht. Und dann habe ich halt gemerkt, ja, aber wenn man sich dann nicht über den Weg läuft, dann weiß man das natürlich nicht. Und dann hatten wir halt die Möglichkeit, so ein Wir-Treffen zu machen. Und das können wir halt eben jederzeit und überall auch wieder machen. Und da natürlich auch nochmal der Verweis auf die Wir-Karte, die ich jetzt mit Sicherheit auch ein bisschen intensiver nutzen werde, weil ich auf der Wir-Karte sehen kann, wo denn Leute sind, die interessiert an Alternativen und an solchen Dingen sind, worüber wir sprechen. Und dann ist auch eventuell dann demnächst sind dann noch viel größere Sachen möglich, als wir uns das gerade vorstellen können. Ja, auf jeden Fall. Also hier in Limburg, da gibt es das Kolpinghaus. Das ist so karitativ. Also Kolping, das ist anscheinend irgendwie so eine Familie, habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das ist so eine Familie, die weltweit dann oder deutschlandweit irgendwie so, die hat eine Stiftung gegründet oder so und hat auch ganz viele Anlaufplätze auf verschiedenen, für verschiedene Wege, für Jugendliche, für Kinder, für ältere Leute, kirchliches Zeug. Und die haben hier in Limburg so einen Saal quasi, wo auch schon viele alternative, also Vorträge waren. Ich kenne da jemanden, der ist hier der Chef quasi von der Caritas hier in Limburg, und der Harry, und der hat mir das quasi so erzählt und der ist auch immer dabei gewesen und so. Der hat da immer in der Caritas immer die Plakate aufgehängt von den Vorträgen und so. Und da waren schon echt teilweise gute Sachen. Ich war jetzt noch nicht auf einem der Vorträge dabei oder so, aber allein die Plakate waren schon ganz cool und was ich dann danach so gehört habe. Und ja, das kostet schon Geld, die Halle da zu mieten. Aber dann ist, glaube ich, Essen und Trinken ist dabei, also Kaffee und was ich was noch und irgendwelche kleinen Snacks.
Und den Eintritt kann man dann auch irgendwie, kann man dann halt aussuchen, ob man Eintritt verlangt oder ob man Spenden verlangt, wo Spenden nimmt oder so. Also je nachdem kann man sich dann aussuchen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es kostet, aber es ist schon ein bisschen was, aber auch nicht so viel. Ja, die Ideen sind auf jeden Fall gar nicht so übel. Müsste man halt jetzt mal gucken, was machbar ist, damit man es umsetzen kann. Ja, einfach mal ein paar Leute einladen. Also super schade, ne? Kennst du den Bernd Mattes eigentlich? Ja, klar, natürlich. Der ist jetzt auch schlimm, hat irgendwie einen Schlaganfall gehabt und ist jetzt unwiederbringlich. Liegt er jetzt im Krankenhaus, beziehungsweise ich weiß es schon länger, jetzt nicht mehr gehört. Ein paar Wochen mit dem Comex habe ich darüber gesprochen. Und das finde ich sehr schade, weil er hat ja gerade sein Projekt Frieden von unten gestartet, wo er halt deutschlandweit auf die Mahnwachen eigentlich reisen wollte und auch schon ein paar besucht hat. Immer wenn ich mich habe mit ihm auch viel geschrieben und gesprochen, die letzte Zeit, also vor seinem Unglück oder Unfall, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich bezeichnen soll. Und er hat wirklich, also sehr, sehr gut, hätte das so toll gefunden, wenn ihr euch da irgendwie getroffen hättet oder so. Und dafür hatte ich eigentlich das Kolpinghaus auch mich schon mal näher informiert. Und naja, jetzt ist das leider nicht mehr so möglich. Also das Ding ist, dass der Bernd und ich uns ja schon mehrfach getroffen haben und dann halt aber immer wieder das Problem war, dass wir halt eben mitunter sehr unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen hatten, die dann nicht unbedingt kompatibel waren. Und der Bernd mag mich nicht so besonders. Und mir waren halt eben seine Themen. Er war mir einfach zu stressig und zu... Also mir persönlich soll bitte kein anderer sich jetzt davon beeinflusst fühlen, was ich sage. Es mag Leute geben, die das interessiert, und die sollen ihm dann auch bitte zuhören. Und aber ich glaube... Ja, mal gucken. Gibt ja noch andere interessante Leute insgesamt so. Ne, das ist ja das, wovon ich gerade die ganze Zeit rede. Also in dem Buch stehen ja alleine schon sehr interessante Leute. So Gerald Hüther, André Stern. Und das sind ja nur ein paar von denen es sich wirklich lohnt, mal zuzuhören, bei dem, was die zu erzählen haben. Und das ist für mich halt auch inzwischen einfach ein bisschen greifbarer. Wenn du mir jetzt sagst, der Bernd ist da so ein bisschen aus dem Rennen jetzt, dann liegt es auch vielleicht einfach daran, dass er halt auch eben einfach sehr viel Stress gemacht hat, sich selber, für diese Sache. Und ich glaube, das ist einfach auch überhaupt gar nicht mehr wirklich nötig und nicht zeitgemäß. Ich habe das halt letztes Jahr noch so häufig von Leuten aus der Szene gehört, die sich dann irgendwie beschwerten und keine Ahnung und keine Lust mehr hatten und hast du nicht gesehen, weil, wie sie sagten, sie sich die ganze Zeit für andere den Arsch aufreißen. So, und da ist mir ja auch vor allen Dingen nochmal ganz bewusst geworden, dass das auch der Knackpunkt ist. Das ist natürlich auch mitunter extrem ernüchternd und zeitraubend und energieraubend, wenn man ständig was die ganze Zeit für andere macht und dabei nicht im Auge behält, dass man es für sich selbst macht. Und wenn man es dann halt nicht mehr macht, weil es einem einfach nur Spaß macht und dann einem egal sein kann, was daraus wird, weil Hauptsache ich habe ja Spaß gehabt, dann passiert das halt eben sehr leicht schon mal. Der Gunnar ist zum Beispiel auch im Moment einfach mal wieder ein bisschen einfach was anderes machen. Er arbeitet gerade viel und hat jetzt gerade auch keine wirkliche Lust jetzt auf Projekte. Und da habe ich halt auch gesagt, so, ja, das ist völlig okay so. Nimm dir da auch einfach mal eine Auszeit, mach das so. Und der Tag wird kommen und du wirst irgendein Ding sehen, was dich dann doch wieder triggert und dann bist du eben wieder voll dabei. Und genau sowas kann ich mir bei dem Bernd halt eben auch vorstellen. Da soll ich einfach mal gerade eine Auszeit nehmen, auch mal ein bisschen ruhiger werden. Und das ist alles keine Kritik, von der ich hier spreche, sondern das ist einfach nur so, sind einfach meine Beobachtungen, Gedanken zum Thema. Gibt ja auch noch andere Leute, wo man gesagt hat, ja, die würde ich mal gerne mit dir zusammen vor einer Kamera sehen, wie zum Beispiel einen Peter Fitzek oder so,
wo ich euch einfach sagen kann, Leute, das werden wahrscheinlich keine sonderlich stimmigen Videos. Wobei ich ja auch damals mit dem Klaus, beim Klaus im Zimmer, irgendwie auch geschafft habe, mit dem David Hausweg zusammen eine Sendung zu machen, beziehungsweise war ja einfach seine Sendung und ich habe halt zwischendurch dann mal was gesagt. Das dennoch irgendwie stimmig zu halten, war auf jeden Fall hinterher der große Tenor, war dann, oh, das war eine super Sendung. Aber ja, ich weiß nicht, das ist auch schon wieder 3 Jahre her jetzt oder 2, keine Ahnung. Und ist halt eben, ja, es hat sich einfach unheimlich viel getan in den letzten Jahren. Es hat halt eben tatsächlich auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden in unseren Köpfen. Mitunter war der auch sehr schleichend. Wir haben zwar immer davon gesprochen, aber Paradigmenwechsel bedeutet man nun mal eben, dass man von seinen alten Vorstellungen Abstand nimmt und Raum für neue wählt. Und dann halt eben neue Sichtweisen annimmt. Und das ist das, was halt eben nicht nur gerade in jedem Kopf passieren sollte oder muss, wenn wir eine andere Welt erleben wollen, sondern was offensichtlich und sehr, sehr deutlich gerade wirklich bemerkbar wird und sichtbar wird, dass halt eben viele Leute auf einmal doch ganz andere Töne anschlagen. Da geht mir halt zum Beispiel der Ian durch den Kopf, der halt letztens auch noch einen Text geschrieben hatte, in dem es genau darum ging. Ich kann mal gucken, ob ich den Text gerade noch finde. Wenn es irgendwen interessiert, dann könnte ich ihn mal vorlesen. Sagt es mir einfach. Ansonsten ist es letztendlich, da ging es halt auch einfach nur darum, dass diese ganze Kämpferei gegen irgendwelche Machthabenden oder sonst wen oder halt so diese Aufklärung über die ganzen Missstände und die Bösen und die Schuldigen halt doch letztendlich sehr, sehr frustrierend sind, weil es fällt halt auch sehr schwer, sowas zu tun, ohne sich darüber aufzuregen. Und da fällt mir Carina ein, mein Goldstück, die mir da einen Satz mit einer Selbstverständlichkeit in die Hand gegeben hat, indem sie es einfach ausgesprochen hat in einer bestimmten Situation, in der sich eigentlich jeder aufgeregt hätte, aber eben nicht Carina. Und die einfach nur sagt, ja, was soll ich mich da aufregen? Da fühle ich mich ja auch noch selber schlecht deswegen. So was habe ich davon, nach dem Motto. Und ja, das ist halt eben genau der Punkt. Das ist halt eben genau das, was eben vielen Menschen gerade wahnsinnig fehlt, die Fähigkeit, sich aus Dingen emotional rauszuhalten und sich stattdessen einfach mal hinzunehmen, zu beobachten, dadurch Zugang zu irgendwelchen Zusammenhängen auch zu finden und dann halt einfach auch das Gefühl dann mal zu haben, weitergekommen zu sein, statt die ganze Zeit nur auf der Stelle zu treten, was halt eben sehr vielen Aktivisten, denke ich, auch passiert ist. Und dann kommen wir wieder zu anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass wir dieses Jahr es definitiv nicht nötig haben werden, uns in die Kälte auf irgendwelche Mahnwachen zu stellen, weil wir ganz andere Möglichkeiten dieses Jahr haben. Wir können uns gemütlich in unsere Wohnzimmer setzen über diesen Winter und uns alle mal zusammen unsere Köpfe zusammenstecken und einfach mal ein Brainstorming machen, ein großes, und uns Gedanken darüber machen, was wir denn ab Frühling, wenn es wieder warm wird und das Leben erwacht und die Mädels wieder anfangen, ein bisschen Bein zu zeigen, die Lebensgeister erwachen und es wieder gemütlich ist, draußen zu sein, so auf den November-Dezember-Mahnwachen in Deutschland stelle ich mir das doch mitunter ein bisschen ungemütlich vor, vor allen Dingen, wenn man dann doch wieder mit der Polizei zu tun hat, was wir uns dann erinnern. In der Alternative völlig schenken können. Da haben wir tatsächlich sogar noch Chancen, dass die Polizisten, die dann abends Feierabend haben, mit auf Okitalk sitzen und wenn wir Glück haben, ihren positiven und konstruktiven Beitrag auch bringen können. Aber halt eben nichts anderes. Also wir werden nicht mit Autoritäten hier zu tun haben. Und das ist auch was, wozu ich sehr herzlich einladen möchte, das mit uns zusammen zu machen und die Montagsmahnwachen und das, was man da eigentlich drauf erwartet hat, warum man da eigentlich hingegangen ist, einfach mal ins Okitalk zu verlegen
und ich glaube, sehr wesentlich effektiver zu sein. Das ist schon richtig. Aber ich möchte gerne dir aufmerksam machen, dass du einen neuen Gast hast. El Charon ist zu uns gekommen. El Charon, grüß dich. Freut mich, dass du da bist und mitreden möchtest. Sprich. Hallo zusammen. Ich hätte mal zunächst noch eine Feststellung, weil vorher wurde ja von Sunface die Kolping-Familie angesprochen. Ich stelle jetzt einfach mal fest, dass die Kolping-Familie auch eine Krankenkasse hat. Und aber die Kolping-Familie ist ja aus der katholischen Kirche her gegründet worden, und von dem her gesehen die Indoktrination von der Lüge, was Yeshua betrifft, da mit integriert. Nur mal so festgestellt. Jetzt habe ich euch einen ganz wichtigen Satz, den finde ich ganz wichtig. Den kann man sich mal anhören, denn der fängt folgendermaßen an. Den hältst du fest, an was du als Wahrheit anerkennst, bleibt, was du suchst, dir ewig fern. Dieser Satz kam gestern in einer energetischen Schulung über Bodhidharma zu uns, die da dabei waren. Und weiß nicht, ob ihr Bodhidharma kennt. Auf jeden Fall ist das ein aufgestiegener Meister, der hatte 500 Jahre vor Yeshua auf der, nee, Blödsinn, 500 Jahre nach Yeshua auf der Erde gelebt und dann aber seinen Aufstieg auch, und der ist jetzt da, ja, auch bei den aufgestiegenen Meister. Zunächst mal danke. Ja, danke für die Zusatzinfo. Also ja, mir war der Name Kolping auch geläufig aus der Richtung irgendwie. Da hatte was geklingelt, ich hätte das aber jetzt nie so sagen können. Aber da ist mir ja mittlerweile immer relativ schnuppe, wo was herkommt. Für mich ist immer interessant, wo was hingeht. Und ich erinnere mich da an eine hitzige Diskussion, die ich 2010 mit einer Ex-Freundin hatte, wo mir ja damals die erste Pearl von der Polizei in Berlin weggenommen worden ist. Und ich dann halt eben angefangen hatte, nach einem neuen Auto zu suchen, und dann halt auch so Ideen da waren, wie halt einfach Autohersteller mal anzufragen, ob die nicht Lust haben, den Wagen zu sponsern für den Peace Trail. Und dann hatte ich halt eben unter anderem an einen Mercedes Vito gedacht, und dann gab es dann eine riesen Diskussion darüber, dass das ja gar nicht ethisch vertretbar sei, von Mercedes ein Peace Trail, wie nennt man, ein Shuttle, ein Auto zur Verfügung stellen zu lassen, weil die ja Panzer bauen und Waffen bauen und sich da eine goldene Nase dran verdienen und bla bla, und das sei ja heuchlerisch. Und ich habe halt die ganze Zeit gesagt, ja, aber die helfen mir ja nur, indem sie ein Auto zur Verfügung stellen, und ich mache den Peace Trail, und wenn ich den Peace Trail vernünftig mache, dann haben die mich dabei unterstützt, weil ich es so halt auch eben wirklich vernünftig machen konnte, und dann werden auch irgendwann keine Waffen mehr verkauft. Vielleicht ist das der Grund, warum Mercedes mir kein Auto gegeben hat. Da war ja dann auf die Weise wieder alles stimmig. Sie konnte sich dann auch wieder beruhigen. War ja alles wieder so, wie sie es haben wollte. Aber das war eigentlich nicht so, wie ich es haben wollte. Das ist nämlich genau so diese Denkweise. Ja, das sind die, mit denen kann und darf man nicht zusammenarbeiten. Das ist halt auch wieder so ein Ding, wo wir halt eben so bei dieser aktuellen Situation sind. Ich habe eben, in meiner Timeline gesehen, also auf meiner Startseite bei Facebook, dass da irgendjemand was, den ich überhaupt nicht kannte, in eine Gruppe
gepostet hatte, von der ich gar nicht bewusst war mir, dass ich da drin war. Das war ziemlich hetzerisch, ziemlich gegen Islamisten oder gegen Moslems überhaupt einfach nur. Es ist ja in den Augen der Gegner, ist ja jeder Moslem automatisch ein Islamist. Die unterscheiden da ja auch gar nicht mehr. Das ist das Problem mit überzeugten Gläubigen, die sind dann auch blind für alles andere. Und diese Gruppe hieß, also zuerst war mein erster Gedanke, ich entferne den auf jeden Fall schon mal als Freund, weil das ist gerade meine Hilfe, dabei rauszufinden, wen ich in meiner Liste brauchen kann und wen nicht, womit ich das halt eben nicht auf den Menschen übertrage, sondern nur, ob dieser Mensch jetzt bei mir in der Freundesliste in Facebook ist. Es hat nichts damit zu tun, ob ich diese Menschen, dass ich die weniger mögen würde oder nicht. Sondern aber ich konnte ihn gar nicht entfernen als Freund, weil ich noch gar nicht mit ihm befreundet war. Und daraufhin sah ich überhaupt erst, dass der das in einer Gruppe gepostet hat, in der ich dann offensichtlich drin war. Und ich denke, ich sehe nicht richtig. Die Gruppe hieß, der Islam hat in Deutschland nichts zu suchen oder sowas in der Art. Ja, keine Ahnung. Dann bin ich da halt eben reingegangen und habe gefragt, welcher Schwachkopf denn mich bitte in diese Gruppe gezogen hat, wo doch eigentlich klar sein sollte, ist natürlich auch, ist jetzt meine scherzhaft, weil wen interessiere ich schon ausreichend, damit die Leute wissen, dass ich mich an so einem Scheiß überhaupt gar nicht beteiligen will. Aber ich habe halt eben dann einen entsprechenden Beitrag dazu geschrieben, in dem es dann halt eben darum ging, dass das alles eben Teile- und Herrscherspiel ist und dass ich einfach nicht verstehen kann, wie die Leute da immer noch so drauf reinfallen. Hey, haben sie nicht alle die letzten 20 Jahre so getan, als könnte sowas wie unter Hitler in Deutschland nicht mehr passieren? Und quasi aus reinem Unverständnis, kopfschüttelnd, sich die Frage gestellt haben, wie konnte sowas denn in Deutschland vor 70 Jahren überhaupt nur passieren und tun so, als könnte es nicht mehr passieren und sind gerade volle Pulle mit dabei, das wieder aufzubauen und denken immer noch so. Und wenn du denen dann halt eben sagst, dass sie aber sorry, aber Nazis sind, dann bist du dann der Nazi. Und etwas, das ist halt auch sowas, was viele Leute, glaube ich, schon seit Jahren einfach nicht verstehen können, wenn sie quasi Partei für irgendjemanden oder eine Partei für eine Seite ergreifen und du dann nicht für diese Seite Partei ergreifen willst, sie dich automatisch in die andere Schublade stecken. Ich erinnere mich daran, dass ich eine Radiosendung mit dem Tarek von Crop FM Ende 2008 hatte, beziehungsweise, nee, das war, wo ich bei Stefan Raab war, da hat Crop FM darüber berichtet. Also ich war ja nicht bei Stefan Raab in der Sendung, aber halt eben davor und dann 6 Stunden im Knast, damit ich die Sendung nicht unterbrechen kann. Und ich glaube im Februar irgendwann war dann das Interview mit dem Tarek, wo ich aus damals zeitlichen Gründen, also das war damals einfach Thema bei mir, da ging es in den Nachrichten, glaube ich, darum, dass irgendein Bischof oder so von der Kirche exkommuniziert wurde, weil er irgendwie offensichtlich ein Holocaust-Gegner, ein Holocaust-Leugner sei. Ja. So, und ich war zu dem Zeitpunkt halt eben an einem Standpunkt, wo ich für mich überhaupt gar nicht mehr klar definieren konnte, was denn jetzt vor 70 Jahren war oder nicht. Mir erzählten von beiden Seiten sehr, sehr überzeugend Menschen von ihrer Sichtweise. Die einen, dass es stattgefunden habe, die anderen, dass es nicht stattgefunden habe. So dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte bitte das Recht haben, keine Meinung dazu zu haben. Ich war nicht dabei und ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Damit habe ich einen Holocaust in Deutschland weder geleugnet noch befürwortet. Ich habe einfach versucht, mich da rauszuhalten. Und das war für einige Leute überhaupt nicht verständlich. Für die war ich dann der absolute Nazi und Holocaust-Gegner oder Leugner, weil ich einfach nicht die Stellung beziehen wollte, zu der ich so nicht mehr unbedingt stehen konnte. Das ist zweifellos und über jede Diskussion erhaben,
in Deutschland ein Holocaust an Juden stattgefunden hat. So, da ist aber jetzt die Frage, ein Holocaust ist eine vollständige Ausrottung eines Volkes. Und jetzt erziehe ich, also auch das sind einfach, ich ergreife dann nämlich Partei, wenn ich sowas sage. Aber das sind nun mal eben Sachen, die mir halt dann auch durch den Kopf gehen, wenn ich auf sowas dann zum Beispiel angesprochen werde und dann in irgendwelche Schubladen gedrängt werde, bloß weil ich was sage. Aber wenn ein vollständiger Holocaust an den Juden stattgefunden hat, dann frage ich mich, warum es noch so viele Juden gibt. Und ich freue mich sehr darüber, dass es die Juden noch gibt. Viel mehr als darüber, dass ich mit Freude irgendwie bestätigen könnte, dass es einen Holocaust gegeben hat. Was habe ich davon, wenn ich so schwarz sehe und vor allem mich dann auch noch als Deutscher oder als Deutscher, der ich damals noch war, mich wegen was schlecht fühle, wo ich selber überhaupt gar nicht bei war, bloß weil man mir und meinen Eltern und meinen Großeltern schon halt eben dieses schlechte Gewissen eingepflanzt hat. Darf ich mal was fragen? Ja, bitte. Hast du gerade schon getan? Nee, ich habe noch eine andere Frage. Du sagst ja, du bist ja ein Jesus-Bruder. Wie bist du in Kontakt mit Yeshua? Oder bist du in Kontakt mit Yeshua? Ich nehme jetzt mal an, schon, sonst würdest du es nicht schreiben. Aber wie bist du in Kontakt? Also ich würde sagen, über das Internet. Telepathisch. Gefühlsmäßig. Reicht das als Antwort? Du kannst ihn spüren. Ja. Schon seit geraumer Zeit und eigentlich immer schon, nur wurde mir das irgendwann bewusst, dass ein bestimmtes Gefühl die Verbindung zu Jesus ist. So wie ganz viele bestimmte Gefühle die Verbindung zu ganz vielen bestimmten Sachen sind. Aber angeführt worden bin ich natürlich durch meine Erziehung, die sehr römisch-katholisch war und ich halt eben 17 Jahre meines Lebens jeden Sonntag vor den Altar geschleift worden bin und mich dann da in die Bank knien musste und hasse nicht gesehen. Und ich das dann am Ende sehr traurig fand, dass ich eigentlich über Jesus nichts anderes wusste, als dass er für uns gelitten hat. Dann wurde ich neugieriger. Hat er das? Ja, das ist zumindest das, was die römisch-katholische Kirche uns immer erzählt. Zeig mir mal eine Darstellung von Jesus, wo er lachend und herzlich lachend, und das hat er sehr häufig, das hat er 33 Jahre getan und nicht nur die paar Stunden, die er dann gelitten hat. Der hat ja ein komplettes Leben gelebt. Ja, und es wird quasi in der Kirche immer nur die Endszene gezeigt. Also die Kirche enthält ja auch uns im Prinzip 18 Jahre aus Jesus Leben einfach schlichtweg vor. So, ne, das steht halt eben, also in der Bibel steht, dass er mit 12 Jahren weggeht und auf einmal ist er mit 30 Jahren wieder da und vollbringt Wunder. Ja, kommt da niemandem mal die Frage, was der Typ in diesen 18 Jahren erlebt hat? Aber das Problem ist halt eben, dass den meisten Christen das überhaupt gar nicht bewusst ist, weil sie die Bibel nie gelesen haben und gar nicht wissen, dass diese riesen, immens klaffende Lücke von mehr als einem halben oder mehr als der Hälfte seines Lebens halt eben weg ist. Ja, und ich freue mich sehr über das, was der Manu gerade in den Chat postet, nämlich dieses Bild von Jesus als Pale Jesus aus dem Film Dogma, der eben nämlich genau dem entspricht, wie ich ihn gerne sehe. Es ist ein bisschen karikativ, aber es ist halt definitiv, hat das für mich viel mehr mit diesem lebensbejahenden Menschen zu tun, der uns so viele tolle Hinweise und Anleitungen gegeben hat. Das kann ich heute sagen, weil ich vor Jahren angefangen habe, mich diese Hinweise zu befolgen, diese Anleitungen zu befolgen. Das war lustigerweise dann quasi die Zeit, wo meine Eltern mich dann überhaupt nicht mehr verstanden haben und ich der absolute Antichrist für sie war, obwohl ich halt eben wirklich mich an Jesus Worte gehalten habe und nicht mehr an die römisch-katholische Auslegung dieser Worte, die nämlich wirklich tatsächlich sehr, sehr konträr
und halt eben sehr missverständlich ist, weil eben dicke Parts einfach rausgeixt wurden. Ich habe große Augen gemacht, als ich das Thomas-Evangelium irgendwann in die Finger bekommen habe. Okay. Und dann halt eben gesehen habe, dass ich, dass da halt eben von gewissen 6 Zeilern 4 Zeilen mir bekannt waren, und zwar aus der Kirche. Und dann kommen dann 2 Sätze, oder 2 Zeilen, die die ersten 4 Zeilen ergänzen und ihnen einen Sinn verpassen. Zum Beispiel halt eben gewisse Sachen, wie zum Beispiel, dass man keine Hintergedanken benutzen sollte. Das haben die einfach rausgelassen. Sie haben es einfach weggelassen. Und so steht dann halt nur noch irgendwie, so, du kannst dir das Leben so machen, wie du das gerne hättest. Ja, warte. Aber nicht. Warte mal. Du kannst dir das Leben so gerne, kannst dir das so machen, wie du das gerne hättest, wenn du das ohne Hintergedanken tust. Und das macht einen immensen Unterschied, wenn man das dann vor allen Dingen mal anfängt, in sein Alter reinzubauen und das zu erleben, sieht man den fetten, fetten Unterschied. Und da hilft mir Jesus tatsächlich jeden Tag bei. Okay, jeden Tag, wenn ich mir die Frage stelle, was würde Jesus gerade tun, habe ich, wenn ich mich einfach offen freilasse und ohne Hintergedanken und direkten Zugang zu Jesus, der mir sofort in dem Moment sagt, was er denn tun will. Okay, warte mal schnell. Du weißt ja wahrscheinlich inzwischen, dass als Jeshua geboren wurde, er voll erwacht geboren wurde. Ja? Check soweit. Wobei, also auch er war mal ein kleines Baby und hat auch erstmal gewisse Dinge lernen müssen innerhalb dieser Matrix. Also es ist, man sollte das auch nicht, also man kann das auch sehr missverstehen, was das bedeutet. Aber letztendlich war Jesus vor allen Dingen einer, der das Glück hatte, wach genug zu sein, um sich nicht von seinem Umfeld erzählen zu lassen, wie die Welt aussieht, sondern der als kleines Kind schon in der Lage war, seinem Umfeld zu erzählen, wie die Welt aussieht. Eben, genau. Und darum, man hat ihm halt Gehör geschenkt. Also das war das. Das war der große Unterschied. Man hat ihn nicht einfach untergebuttert und hat gesagt, hey, du bist ein kleiner Mann, was hast du hier schon zu sagen? Also gut, darum, weil ich jetzt das ja gesagt hatte, kannst du dir vorstellen, dass er damals, als er ans Kreuz genagelt wurde, bereits diese Fähigkeit hatte, weil er ja voll erwacht war, dass ihm das, ja gut, am Körper wurden wahrscheinlich diese Blutungen schon gesehen und waren auch da, aber er selbst hat mit sowas von aller Garantie von diesem Ding gar nichts mitbekommen, weil er sofort mit seiner Technik in diese Wahrnehmung gegangen ist, wo er das gar nicht mehr gespürt hat, und dann wurde er runtergenommen, wurde dann in diese Höhle getan, sein Körper. Und wiederum mit seiner Fähigkeit hat er dann den Stein auf die Seite geschoben, weil, wie gesagt, das ist ja problemlos möglich, wenn man das Wissen hat, wie das überhaupt geht. Und somit hat er dann noch in einem anderen Land, wenn ich mich richtig erinnere, was er mir erzählt hatte, dann weiter gelebt und seine Arbeit weiter getan. In England. Das heutige England. Das war das Reich der 6 Könige. Wir kennen die Nachkommen. Was heißt denn 6 Könige, wenn man es mit einer römischen 6 und dann auf Englisch Könige dahinter schreibt? Das sind die V-I-Kings. Das sind die Vikings. Das waren die Wikinger. Thomas hat jetzt gerade noch was reingepostet. Hast du das gesehen? Thomas hat geschrieben, manche glauben tatsächlich noch, Jesus sei Gottes Sohn und sei für uns alle gestorben. Und ohne den Tod am Kreuz seien wir verloren. Sie glauben tatsächlich daran. Was sagst du dazu, Bauchi? Also ich könnte da, also wenn ihr Lust habt, dann erzähle ich euch gerne im Rahmen dieser Sendung einfach mal, was
ich für eine Wahrnehmung habe in Bezug auf Jesus. Und das ist natürlich auch wieder nur meine Interpretation dessen, was ich gesehen habe. Aber das wird dann halt wird ein etwas längeres Ding. Aber ich komme natürlich sehr gerne erstmal vor allen Dingen auf dieses Ding. Manche glauben tatsächlich noch, Jesus sei Gottes Sohn. So, gehen wir auf diesen Satz als erstes mal ein. Ja, das ist er. In der Terminologie, wie er es auch gesagt hat. Heute würden wir wahrscheinlich eher sagen, ein Kind des Universums oder ein Abkömmling oder ein Teil des Universums. Das ist genau das gleiche Bild, ist nur anders gemalt. Aber es ist von ihm aus halt eben auch so gesagt worden. Er sprach, wenn er vom Universum sprach, in seiner Terminologie ständig vom Vater. Ist auch sehr wichtig, das im Auge zu behalten, wenn wir das Thomas-Evangelium uns vornehmen, weil da in dieser Terminologie nämlich noch wirklich auch gesprochen wird. Deswegen hatte ich mir überlegt, das Thomas-Evangelium wie das Buch vom Universum auch mal neu zu übersetzen in eine andere Terminologie. Ich bin nur bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Und er hat aber außerdem, und das ist wieder mit ein Grund, warum ich mich auch als Jesus Bruder empfinde heute und auch mich so gerade einfach mal aus bestimmten Gründen so nenne, immer wieder darauf hingewiesen, dass wir auf einer Seitenlinie mit ihm stehen, dass ja, er der Sohn Gottes ist, genauso wie jeder andere von uns auch, Sohn oder Tochter oder beides Gottes ist. Aus diesem, dass dieses Ding, dass man, also das hat man Jesus tatsächlich noch nicht mal aus der Kirche angehängt, sondern das war tatsächlich eher so vergleichbar mit, sag mal, hast du Jesus gesehen irgendwo? Wer ist Jesus? Ja, der Typ, der die ganze Zeit da diese Dinge erzählt. Ach, du meinst den Sohn Gottes? Versteht ihr? So eine Unterhaltung damals in, keine Ahnung, Galiläa oder sonst irgendwas, die dann aber auch immer häufiger wurde, weil er schon sehr von sich hat sprechen machen, aber nicht alle, die von ihm sprachen, auch wussten, was er denn überhaupt gesagt hatte. Die wussten, ja, der ist der Sohn Gottes, bla bla. Und dann war dieser Messias-Ding da auch schon mit drin, was er hinterher ganz bewusst genutzt hat. Und zwar, weil er nämlich kein Messias war und sich auch selber nie so empfunden hat. Und das Letzte, was er wollte, war eine weitere Religion in die Welt stampfen. Das war auch nicht er, der das getan hat. Und wenn man sich auf Jesus selber konzentriert, dann muss man sagen, ist dieser Mann so ziemlich der geilste und größte Rebell gewesen, den dieser Planet überhaupt je erlebt hat, von dem zumindest heute in irgendeiner Weise noch zu lesen ist. Jesus war kein Religionsstifter, Jesus war kein Heiliger in dem Sinn. Dazu ist er von der Kirche hintergemacht worden, weil die Kirche es sich zum Hobby gemacht hat, irgendwelche Leute heilig zu machen, damit andere nicht heilig sind und damit natürlich auch wieder von der Augenhöhe abzuweichen, auf die er uns immer wieder hinweist, indem er uns Brüder und Schwestern nennt und uns damit sagen will, kniet nicht vor mir nieder, sondern erhebt euch auf meine Augenhöhe. Und dann können wir miteinander reden. Deswegen hat er gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Die kannten nämlich den ganzen Scheiß noch gar nicht. Und mit den Kindern konnte er sich besser unterhalten als mit irgendjemand anderem. Und die haben ihm zugehört. Und die konnten das alles ganz, ganz anders auch irgendwie verarbeiten als die erwachsenen, schon gedanklich verdorbenen Menschen, die dann um ihn herum waren. Die alle Judäer waren und Galiläer und Leute, die halt eben vor allen Dingen von den Römern besetzt waren. Also das war ja der Landstrich, man muss sich nochmal vorstellen, wie das damals ausgesehen hat. Jesus hat nicht in irgendeiner heilen Welt gelebt. Jesus hat in besetzten, von Rom besetzten, heutigen Israel gelebt, wo es an der
Tagesordnung war, dass die Römer, bloß um Exempel zu statuieren, bis zu 500 Leute an Olivbäumen gekreuzigt haben und festgenagelt haben, die dann da wie, da hingen dann da die Leichen rum, um den Leuten einfach nur halt eben klar zu machen, wenn du nicht nach unserer Pfeife tanzt, wenn du irgendwas tust, was wir verbieten, dann hängst du als Nächster da. Und die Pharisäer damals, die eigentlich keine Römer waren, aber halt eben davon profitierten, mit den Römern gemeinsame Sache zu machen, sind natürlich dann nicht nur Jesus ein Dorn im Auge gewesen. Und das ist halt eben genau der Punkt, wo er dann halt auch wirklich sich dazu hat hinreißen lassen, ein Gegeneinander, sich auf ein Gegeneinander, also die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, die ich gefunden habe, wo Jesus sich auf ein Gegeneinander einlässt, das sogar rausprovoziert. Und zwar legt er sich mit den Pharisäern an, aus ganz bestimmten Gründen, um ihnen halt auch ihre Macht zu nehmen, was ihm letztendlich tatsächlich damals auch sogar gelungen ist. Nur hat sich die Macht dann halt auf andere Mächtige verteilt, weil die Menschen zu blöd waren. Aber ist egal. Und dann kam die Story, von der wir dann wieder lesen können. Also Jesus kam mit 30 Jahren halt eben in diese Gefilde zurück, aus denen er gekommen ist, wo er mit 12 Jahren rausgeflohen ist. Er ist ja geflohen, weil sein Landstrich von den Römern besetzt war. Er ist vor den Römern und den Pharisäern geflohen. Und wenn man dann halt apokryphe Texte liest oder halt eben andere zeitgenössische Texte, die halt eben in den Bibelkodex nicht aufgenommen worden sind, dann kann man da halt eben lesen von einem Mann, der aus dem Westen kam und doch irgendwo was ganz Besonderes war, durch sämtliche Kulturen hinweg, mit denen er in Berührung gekommen war. Und so ist er halt eben auch mit dem Hinduismus, er ist in Indien gewesen, er ist in Ägypten gewesen, er ist eigentlich sehr viel durch die damals bekannte Welt gereist. Und hat gelernt. Unter anderem ist Jesus ein ausgebildeter Yogi gewesen. Und Dinge wie übers Wasser laufen, levitieren, zum Himmel auffahren, oder durch Heilen, durch Hand auflegen, Menschen dabei zu helfen, zu heilen, wo auch in der Bibel nicht drin stand, dass er das bei jedem gekonnt hätte. Stattdessen sagt er jedes Mal, wo er heilen konnte, explizit: Dein Glaube hat dich geheilt. Nicht ich, nicht der Vater im Himmel. Gar nichts bis auf, und auch nicht, dass ich dir die Hand aufgelegt habe, sondern ausschließlich deine Überzeugung, dass wenn ich mein Ding mache, in deinen Augen mein Ding, und dir meine Hand auflege, für dich wieder alles in Ordnung ist. Das hat dich geheilt. Dein Glaube, deine Überzeugung. Genau der gleiche Glaube und genau die gleiche Überzeugung, die dich vorher krank werden lassen. Placebo, Nocebo. Heute wissen wir da ein bisschen mehr drüber. Auch aus anderen Perspektiven heraus, aus der wissenschaftlichen sogar. Und dann hat Jesus angefangen, als er wieder zurückkam mit seinem neuen Wissen und halt eben auch der Einsicht, dass sich da zu Hause nicht wahnsinnig viel geändert hat und die Römer immer noch da waren, eben hat er eben das gemacht, was er machen konnte. Nämlich, er hat Menschen begeistert. Er hat Menschen begeistert, die anfingen, in seinen Worten Heilung zu finden und Wohlsein und sich einfach wohlgefühlt haben in seiner Nähe. Weil er von Dingen sprach, die etwas völlig anderes wiedergaben, als das, wovon die Leute um ihn herum gesprochen haben. Vor allen Dingen die Pharisäer und die Römer. Und er sprach von Mitgefühl und Vergebung und solchen Dingen. Und das ist nicht irgendwas vom Vater vorgegeben, weil er das gesagt hat, sondern weil das nun mal eben universelle Gesetze sind. Wenn ich mir den Finger schneide und das mir wehtut, muss ich mich nicht wundern, wenn das wehtut. Ja. Also wenn ich nicht will, dass es mir wehtut, sollte ich aufhören, mir den Finger zu schneiden. Und das sind für sowas sind zum Beispiel die 10 Gebote da, die auch zu 10 Geboten gemacht wurden und eigentlich überhaupt gar nicht als Gebote gedacht waren, noch nicht mal von Moses, weil es halt eben im Originaltext gar nicht hieß, du sollst nicht töten. Da stand, du wirst nicht töten wollen. Das ist ein völlig anderer Unterton.
Vor allen Dingen wirst du nicht töten wollen, weil du dich danach nicht wohlfühlen kannst. Du wirst es nicht wollen. Die Kirche hat dann daraus gemacht, ja, wenn du es tust, dann hast du noch viel mehr Grund, dich nicht wohlzufühlen, weil dann bringen wir dich um. Oder hängen dich auf oder schmeißen dich in den Kerker oder sonst irgendwas. Und da wurden dann Gebote draus, quasi halt eben das wie Verbote. Ja, wenn man sich dran hält, kriegt man einen auf den Deckel und lässt das aber dann nicht mal beim Gesetzgeber, nämlich dem Vater, sondern dann meinen irgendwelche Institutionen, sie müssten sich da einschalten und dafür sorgen, dass der Vater nur ja nichts verpasst, an Strafe auszuüben. Wobei das natürlich Blödsinn ist, weil die ganzen Vollidioten, die da halt mitgemacht haben, sich halt dann alle selber in den Finger geschnitten haben, wenn sie halt eben das Schwert gegen jemand anders erhoben haben. Also kommt Jesus mit 30 Jahren nach Hause zurück und findet seine Situation da nicht viel anders vor und fängt an, 3 Jahre lang Leute um sich herum zu sammeln. 12 davon als eingeschweißten Kern, von denen er einen einzigen jemals Freund nennt. Und das ist lustigerweise der, der von der Kirche der Verräter genannt wird. Das ist der Mann, den Jesus Freund nannte. Den einzigen. Das war Judas. Und Judas, die hatten alle ihre Jobs. Ein war ein Fischer, ein Schreiner und Judas war halt eben Beamteter. Judas war einer von den unbeliebtesten Menschen überhaupt, nämlich er war Steuereintreiber. Und dennoch, weil sein Herz offen war, war er einer von Jesus Leuten. Und tatsächlich dann sogar noch der ihm am nächsten stand. Und einer war übrigens Schreiber, das war der Thomas, der hat dann das Thomas-Evangelium hinterlassen. Und zwar nicht 300 Jahre oder 50 oder wie auch immer, nachdem Jesus überhaupt gelebt hat, sondern Thomas saß an den Feuern abends dabei, wenn Jesus erzählt hat. Und hat notiert, was er gesagt hat. Und so ist dieses Thomas-Evangelium entstanden. Und dann ist nach 3 Jahren er so weit, dass er es mit den Pharisäern aufnehmen kann. Und er kannte die Prophezeiungen der Pharisäer. Und in den Prophezeiungen der Pharisäer, und das steht alles immer auf, das könnt ihr alles nachlesen, was ich hier gerade sage, er kannte die Prophezeiung der Pharisäer, denen zufolge eines Tages ein Messias, ein Retter derer, die sie unterdrückten, auf einem Esel nach Jerusalem reingeritten kommt, umjubelt von Menschenmengen und das Ende ihrer Ära einleitet, weil er die Leute dazu bewegt bekommt, ihnen nicht mehr zu folgen, sie nicht mehr ernst zu nehmen, sie nicht mehr, ihnen einfach den Gehorsam zu verweigern. Also kannte er diese Prophezeiung und hat sich einfach dran gehalten, hat sich einen Esel besorgt, hat sich einen weißen Umhang besorgt und ist dann halt eben nach Jerusalem rein und hat vorher seine ganze Gefolgschaft hinter die Tore Jerusalems geschickt mit Palmwedeln, die dann alle auf den gewartet haben, brauchten ja nicht lange, sie wussten ja, er würde gleich um die Ecke kommen und gejubelt haben bis zum geht nicht mehr. Daraufhin sind dann halt einige andere Sachen passiert, wie zum Beispiel, dass er in den Tempel der Pharisäer gegangen ist und die Kassentische umgeschmissen hat. Also das sind halt, das waren damals einfach nur Tische, auf denen halt eben ihre Kasteln stehen hatten und da das Geld eingezogen und da. Und er hat das halt umgetreten und lag das ganze Geld auf dem Boden und solche Sachen. Und das ist natürlich ein reiner Provokationsakt gewesen. Er wusste ganz genau, was er dann. Er wusste, dass wenn man sich gegen die Pharisäer auflehnt, man schnell am Kreuz hängt. Das war, was er von Anfang an was er wusste. Darauf ist das hingelaufen, weil er kannte auch eine andere Prophezeiung. Und er wusste, dass er am Kreuz landen würde, aber er musste ja irgendwie dahin. Und zwar mit einem möglichst großen Spektakel. Also hat er für dieses Spektakel gesorgt. Und dann hat er noch ganz andere krasse Sachen gemacht, wie nämlich einfach Menschen ihre Sünden zu vergeben. Ihr müsst das mal dann aus der Sichtweise der Pharisäer dann sehen, die dann halt eben in dem Moment dann da was sehen. In einem, das kann doch nicht sein. Wir arbeiten die ganze Zeit daran, dass die Menschen sich schuldig fühlen und dann kommt diese Hottentotte daher und erzählt denen, dass sie es nicht sind und sie sind frei von ihren Schulden und auf einmal sind die Leute cool drauf und freuen sich, weil sie halt eben nicht mehr gedrückt rumlaufen und wir können die nicht mehr unterbuttern, weil die auf einmal anfangen, das zu leben, was sie selber für sinnvoll befinden. Die hören nicht mehr auf uns. Weil ne, die Prostituierte, der Jesus die Füße gewaschen hat und ihr gesagt hat, du bist befreit von deinen Sünden, wird danach ein völlig anderes Leben gelebt haben.
vielleicht immer noch als Prostituierte, aber sie hat definitiv ohne Angst vor den Konsequenzen der Pharisäer, die sie angedroht hatten, weil sie ein schuldiges Weib war. Und solche Sachen passieren dann halt die ganze Zeit noch weiter in den nächsten 3 Tagen. Ihr könnt das ja alles, ihr könnt die Story einfach nochmal neu lesen. Unter den Gesichtspunkten macht die einen ganz anderen Sinn. Und dann kommt es zu der Kreuzigung. Und da sagt El Sharon schon ganz richtig, das war nicht so, wie wir uns das alle haben erzählen lassen. Aus meiner Perspektive und aus dem, was sich für mich stimmig anfühlt, auch mit viel, viel, viel Nachfühlen und viele Informationen überprüft haben, ist das Ganze so gelaufen. Jesus lässt sich festnehmen, schickt extra Judas er schickt ihn noch raus, sogar. Ja, und die Kirche erzählt uns, der war doof genug, um nicht zu wissen, was er da macht, oder was? Wie beten die Christen und zu wem? Das ist ja der totale Vollidiot. Der schickt da einen seiner Freunde da dann beim letzten Abendmahl dann raus und weiß nicht, soll angeblich nicht wissen, dass er ihn gleich verrät. Wieso schickt er ihn dann überhaupt raus? Wieso hat er den zu dem Zeitpunkt überhaupt noch da sitzen? Macht alles überhaupt keinen Sinn, wenn man das aus der Perspektive anguckt. Guckt man es aus der anderen Perspektive, sagt er während des Abends mal zu Judas, okay, du gehst jetzt deine Nummer machen. Und die war halt eben, weil er Beamter war und Zugang halt eben zu den Soldaten hatte, die Soldaten zu holen, an die er ihn dann quasi verraten hat. Und das Geld, was er dafür bekommen hat, das war halt eben auch überhaupt gar nicht... war ja gar nicht schlimm auf die Weise, dass dieser, wie nennt man das denn noch? Da gibt es auch nicht, es gibt so ein Ding, das ist so ein Judas-Geld, irgendwie, aber das heißt anders, ich weiß nicht. Ja, egal. Jedenfalls wird er dann festgenommen und inhaftiert und dann halt eben durch Pontius Pilatus zum Tode verurteilt, am Kreuz und bla. Und dann geht die Nummer am Kreuz weiter, wo dann halt eben er halt ans Kreuz genagelt wird, nachdem er das durch die ganze Zeit durch die Menge schleppt. Und so viel kann ich dir sagen, das hat er alles mitbekommen. Da hat er sich noch nicht einfach dünn gemacht. Das Kreuz hat er getragen, so wie jeder von uns auch sein Kreuz tragen muss. Das war seins. Und dass wir heute unser Kreuz tragen, hat ausschließlich damit zu tun, mit dieser Geschichte zu tun, sonst hätten wir da heute eine andere. Dann würden wir sagen, wir haben ein Päckchen zu tragen. Das gibt es auch bei Leuten, die nicht so römisch-katholisch geprägt sind. Und er hat das Kreuz bis auf Golgatha geschleppt und dann ist er da dran genagelt worden. Und das war erst so die Zeit, wo er sich gemäß dessen, was er in Indien bei den Yogi gelernt hat, was man auch als Wunder, wenn man sowas nicht kennt, als Wunder sehr leicht dann eben versucht es zu sehen und hat halt eben Dinge getan, die zum Beispiel auch jetzt in der Neuzeit im Fernsehen von gewissen Magiern nachgemacht werden, die sich irgendwo hinlegen und ihr Herzschlag anhalten, messbar der Herzschlag aussetzt und sie dann noch zusätzlich in einen anderen Raum gehen, nebenan, wo irgendjemand ein Bild gerade gemalt hat, der da ja auch immer in dem Raum drin sitzt und da ein Bild gemalt hat und der kommt dann nach, keine Ahnung, halbe Minute Herzstillstand, kommt da wieder zu sich und setzt sich hin und malt dann quasi das gleiche Bild, was der Typ in dem Raum gemalt hat. Solche Sachen sind keine Wunder, das sind Dinge, die einem Menschen, der gelernt hat, das Universum auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahrzunehmen, die denen möglich sind. Und da war Jesus bei weitem nicht der Einzige. Aber halt in Galiläa war er wohl sehr einer der Einzigen, weil da hatte man von solchen Sachen einfach noch nicht gehört. Also Reisen und Rumkommen war halt damals auch nicht so leicht wie heute. Und so sind dann auch diese Geschichten nicht unbedingt sehr weit gekommen. Und so konnte er da halt eben für Staunen sorgen, durch die Dinge, die er getan hat. Eine der wenigen Sachen, die dann in der Bibel gar nicht so bestaunbar sind, ist, dass er tatsächlich dann noch angeblich geschrieben hat, Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat mir gesagt, das hat er nie gesagt. Das ist quasi von der Kirche angetextet gewesen. Ich habe das auch im Thomas-Evangelium nirgendwo gefunden, wobei da die ganze Zeit überhaupt gar nichts von der Kreuzung steht.
Und dann kommt Longustus, glaube ich, mit der Lanze, der übrigens auch ein Freund von Jesus war, von dem vorher schon gesprochen wird, nämlich der kam aus Germanien, der Typ. Der gleiche Typ, der ihm irgendwann nämlich diese A auf seinem Speer, diesen Schwamm mit Essig vors Gesicht drückt, wo höchstwahrscheinlich Alraune oder sonst irgendwas drin war, was tatsächlich auch dafür gesorgt hat, dass er tatsächlich über Stunden wie tot wirken konnte und er ihm dann auch, warum an der rechten Seite? Wieso sticht Longustus Jesus in die rechte Seite? Warum nicht in die linke, wo das Herz ist? Nee, er piekst ihn da in die rechte Seite und stellt seinen Tod fest. Auch er war einer von Jesus' Truppe. Und dann wird er abgehängt. Und dann wird er in das Grab gebracht. Und 3 Tage später hat Maria Magdalena eine saugeile Aufgabe, nämlich mit den 2 größten Klatschweibern Jerusalems zum Grab zu gehen, um es geöffnet vorzufinden. Ja, yes. Also, Entschuldigung, wenn Menschen den Stein vors Grab rollen konnten, dann bedarf es keiner Engel, ihn da wieder wegzurollen, sondern dann konnten das auch Menschen machen. Jesus hat in der Grabkammer gelegen, ist da wieder easy zu sich gekommen, ist des Nachts noch weg und am Morgen ist Maria Magdalena mit den 2 Drahtstanden da hoch, um dafür zu sorgen, dass sich die frohe Botschaft der Auferstehung möglichst schnell verbreitet. Und dann ist er ja auch hinterher nicht tot gewesen. Es geht ja weiter, dass er immer den Emmaus-Brüdern begegnet ist, die ihn halt eben die ganze Zeit nicht erkannt haben auf dem Weg nach Emmaus. Und erst da, ja mal ganz im Ernst, da muss man nicht sonderlich Fantast sein, um sich die Situation vorzustellen. Da sind 2 Typen, die gerade darum trauern, dass einer ihrer besten Freunde ans Kreuz genagelt worden ist. Das haben sie gehört und sind in Trauer. Und dann läuft ein Typ neben ihnen näher, der die Kapuze bis tief ins Gesicht gezogen hat, nicht viel redet, sondern sich eher von denen erzählen lässt, was sie denn will. Und dann laden die beiden den einen in Emmaus mit ihnen zu essen. Und dann macht er die Kapuze runter, bricht das Brot und die staunen Bauklötze. Du bist ja gar nicht tot. Ja, der ist aber nicht wieder auferstanden, der ist einfach nie gestorben. Aber so konnte er halt eben quasi dafür sorgen, dass man in 2000 Jahren immer noch von ihm spricht. Und das ist auch was, was er vorausgesagt hat. Er hat auch gesagt, Leute, es wird 2000 Jahre dauern, bis ihr versteht, wovon ich rede. Und jetzt kommt Longustus wieder ins Spiel, auf den er nämlich lange vor der Kreuzigung deutet und sagt, da, hinter den Bergen, wo du herkommst, da wird das losgehen. Und das war quasi heute so der deutschsprachige Raum grob umrissen, was da hinter den Bergen lag. Deswegen gibt es, also es gibt insgesamt sehr viele Prophezeiungen, auch bei den Aborigines und auch bei den Hopi, in denen es darum geht, dass das Ganze irgendwie von Deutschland ausgeht. Jetzt, wenn ich mir das jetzt angucke, dass Deutschland, ohne dass Deutschland jemals irgendwas dafür gekonnt hätte, 2 Weltkriege angedichtet werden oder wurden, die dann halt eben auch dafür wieder sorgen, dass das deutsche Volk wahnsinnige Komplexe und Schuldgefühle hatte. Aber ganz im Ernst, also es hat noch nie ein Volk gegeben, das einen Krieg angezettelt hat. Noch nie. Es waren immer irgendwelche Führer und die haben das bestenfalls getan. Also kein Volk braucht sich überhaupt mal schuldig zu fühlen. Niemand, weil es irgendwann mal irgendwo einen Krieg gegeben hätte. Blöd genug war man, wenn man dran teilgenommen hat. So, und das gilt auch für die nächsten Kriege, die dann eventuell noch kommen, bis wir das dann alle mal einheitlich kapiert haben, dass diese Kriege nur stattfinden können, wenn die Soldaten sich dahin schicken lassen und diesen Befehlen folgen, andere Menschen zu töten. Und
Ja, dann ist er irgendwann in den Himmel aufgefahren, aber das war eigentlich auch nur eine halb so wundervolle Nummer. Er ist in den Himmel aufgestiegen, weil er ein Yogi war, der das konnte. So, und er ist nämlich in den Himmel aufgestiegen, ist ein bisschen hochgeflogen und dann ist er weitergeflogen. Und so decken sich dann halt auch meine Informationen und Inspirationen wohl nach England, um da halt eben das Reich der sechs Könige zu schaffen. Die alle, das sind die sechs Stämme Israels im Übrigen, ja. Und man sagt, dass er hatte ja auf jeden Fall auch Familie. Er hatte eine Tochter, die Sarah hieß, mit einer Frau, die Maria Magdalena hieß. Und ich glaube, er hatte noch zwei Kinder, von denen er aber jetzt gerade den Namen nicht, kommt gerade nichts, ist egal. Aber halt eben diese Familie weiter aufgebaut hat. Und auch noch ziemlich lang gelebt hat. Und daraus ist dann heute was geworden, weil halt eben nämlich seine Nachkommen eben nicht unbedingt genauso wenig heilig waren wie er, weil es noch überhaupt gar keine Instanz zu der Zeit gab, die irgendetwas heilig hätte sprechen können. Das kam dann erst später mit der Kirche. Eine blaue Blutlinie hinterlassen hat, eine sogenannte, und so gehen seine Nachkommen bis ins heutige Alter und die britische Kronenfamilie ist eine direkte Nachkommenslinie von Jesus. Und es wird auch eben gesagt, dass halt eben ein bestimmter Nachkomme zum König gewählt wird. Moment mal, ich nehme mal gerade den Rechner und gehe in den anderen Raum, das wird gerade das Kochen zu lang. Komm gleich wieder. So, hier ist ruhiger. Entschuldigung. Und hier, wie heißt der Knirps da hier? Der Prinz, ist das Prinz William oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall, derjenige, der es wohl sein soll, der die Welt wieder zusammenführt. Und zwar letztendlich auch anders, als er es denkt. Wird darauf vorbereitet, quasi die Weltherrschaft zu übernehmen. Und das haut nicht hin, weil ihm keiner mehr hinterherläuft. Und er aber auch irgendwie menschlich genug ist, das dabei dann auch gut sein zu lassen. Und dann gibt's halt noch andere Prophezeiungen, wie zum Beispiel, dass der aktuelle Papst, von dem ich immer noch kein Bild gesehen habe und auch immer noch nicht weiß, wie der überhaupt heißt. Doch Franziskus heißt er, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich kann. Ja. Halt wohl auch der sein soll, der der Kirche am Ende das Genick bricht. Und das sind alles sehr aufregende Zeiten und ich könnte euch jetzt noch Stunden weiter erzählen von solchen Sachen und weiter downloaden. Das Lustige an diesen Sachen, wie ich sie gerade erzähle, ist, dass sie im Ganzen für mich nach jahrelanger Recherche stimmig sind. Das ist das erste Mal, dass ich was von Jesus höre, was für mich stimmig ist, was sich von vorne bis hinten sinnvoll anhört. Die ersten 30 Jahre meines Lebens war das, also bis ich angefangen habe, mich mit ihm halt aus eigenen Stücken zu beschäftigen und nicht, weil man mir vor die Nase gesetzt hat, habe ich keinen Sinn beimessen können. Das war alles irgendwie höchst mystisches Geschwafel, dass man auch dann noch nicht mal in Frage stellen durfte. Und ihr dürft bitte alles, was ich gerade gesagt habe, dürft ihr bitte alles in Frage stellen. Hat euch sogar herzlich dazu ein. Fangt einfach selber an zu recherchieren. Ihr werdet früher oder später auf entsprechende Inspirationen, ich sag's jetzt, weil Information ist dann, was ihr daraus macht, aber die Inspiration finden, die euch ziemlich genau die gleiche Geschichte erzählen. Es ist toll, dass wir heute das Internet zur Verfügung haben. Ich brauchte nicht irgendwo hin, um Einsicht in irgendwelche Texte zu bekommen. Ich habe deutsche Übersetzungen arabischer Schriften gefunden und solche Sachen. Da brauchte ich nicht irgendwie nach Arabien, um mir Dolmetscher zu suchen. Ich brauchte noch nicht mal in die Bücherei zu gehen. Man kann heute sehr, sehr schnell recherchieren und man muss nicht jeden Buchstaben von allem lesen. Es reicht, wenn man zwischen den Zeilen liest, was denn da eigentlich so alles steht. Und zwischen den Zeilen findet man eben vor allen Dingen die ganzen Synchronizitäten und Gleichheiten,
dieser Erzählungen und bekommt dann halt eben unterm Strich ähnlich eine solche Geschichte, wie ich sie gerade erzählt habe. Was geht euch jetzt durch den Kopf? Reopen 911 ist hier. Halleluja. Ja. Und Thomas ist auch da, der hat das Ganze eingeleitet. Erzähl du. Jetzt ja, danke, Bauchi. Das war ja jetzt 30 Minuten ja nonstop. Mich hat es ja zwischendurch schon einige Male gejuckt. Aber ich das war die Kurzversion. Ja, ich wollte auch gar nicht unterbrechen, aber gedacht, lass ihn Bauchi mal. Ganz spannend fand ich jetzt zum Beispiel am Schluss, jetzt wurde gesagt, dass man soll zwischen den Zeilen lesen. Und es gibt ja, ich sage jetzt leider Gottes, Menschen, die nehmen das ja wortwörtlich, was da steht. Also die glauben ja wirklich dran, er ist für uns alle hier gestorben und ohne ihn quasi werden wir alle zum Untergang verdammt. Und das finde ich ja das Arge, dieses ganz wortwörtliche Nehmen, wenn irgendwo im Hebräerbrief irgendwo soll stehen, wir werden auch nur einmal geboren, das heißt, es gibt keine Reinkarnation und so, die glauben da dann wirklich an das, was da quasi in einem toten Buch in alten Schriften steht. Das wäre mal Nummer eins. Dass man ihn nicht verübeln kann, sage ich einfach nur gerade noch dazu. Der Homo sapiens war in den letzten 2000 Jahren Minimum sehr, sehr drauf bedacht, genau das zu erleben. Also ne, halt tatsächlich auch vor seiner Inkarnation klar zu machen, hey, ich kriege auf jeden Fall schon mal in den ersten 6 Jahren eingebläut, dass es sowas wie Inkarnation nicht gibt. Man hat nur ein Leben und danach, also die ganz alle sämtlichen Seelen, die den Katholizismus durchlaufen haben oder in irgendeiner Form in den letzten 2000 Jahren damit zu tun hatten, haben das vorher sich im Prinzip mit auf die Liste geschrieben. Das geht ja auch. Es ging bei dem ganzen Spiel ja vor allen Dingen darum, sich halt eben von Gott respektive sich selbst so weit zu entfernen, dass man sich tatsächlich die Frage nach Gott und sich selbst überhaupt erstmal stellen kann. So weit weg, sich so getrennt von allem zu fühlen. Und da hat das halt eben, das deswegen, ne, wenn du so sagst, ja, die glauben das, hey, die glauben das. Wer weiß, was wir so alles glauben, was uns selber immer noch nicht so richtig dienlich ist. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, ja, du hast vollkommen recht, aber lass die mal glauben, was sie glauben. Wichtig ist, dass du weißt, was du weißt und wie du mit Glauben und Wissen und Überzeugung überhaupt umgehst. Und dann brauchen die dich eigentlich auch nicht mehr groß zu interessieren. Die brauchen nicht missioniert zu werden. Sie warten alle auf einen Messias und sie werden ihn finden. Aber nicht im Außen, sondern im Innen. Da mache ich mir gar keine Sorgen drüber. Ich weiß, dass das passiert. Ich weiß, dass ich da gar nichts gegen oder für tun kann. Sondern das ist etwas, was gerade der Zeitgeist von sich mitbringt. So, über Filme wie Zeitgeist kann man denken, was man will. Aber sie haben das Wort Zeitgeist in aller Köpfe gebracht. Auch in der, die Filme gar nicht gesehen haben. Aber der Zeitgeist ist ja etwas tatsächlich Beobachtbares. Man kann ja tatsächlich sogar sehen, jeden Tag, wenn man hinguckt, was denn eigentlich gerade so Sache ist in den Menschen, in den Köpfen der Menschen und was sie bewegt und womit sie gerade beschäftigt sind. Und das ist der Geist der Zeit. So kann man das bildlich darstellen. Und es war halt eben sehr, sehr lange Zeitgeist, diese Dinge zu glauben, von denen du gerade sprichst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da lang genug selber drin gesteckt habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, mir ist kotzschlecht, hier, es muss raus. Und dann halt auch einen Weg daraus gefunden habe. Aber da muss es ja einem erstmal überhaupt kotzschlecht genug sein. Es gibt ja genug Leute, die suhlen sich in ihrem Leiden. Und finden das dann auch noch voll geil, also die absolut perverseste, und Entschuldigung, ich will jetzt niemandem hier irgendwo, aber ist ja auch egal, andere Leute sind auch pervers, gehen einfach in den SM-Club, andere gehen ins Kloster, werden Mönch oder Mönchin, also Nonne, und dürfen sich dann nicht sexuell befriedigen, aber sie dürfen sich kasteien. Ja, super. Sie dürfen sich so lange Schmerz zufügen, bis der sexuelle Impuls wieder weg ist. Das ist letztendlich auch nur eine Art von Selbstbefriedigung, aber bitte, was denn für eine? Ja. So, da kann man auch.
Da möchte ich kurz hinzufügen, oder nehmen die Bibel wirklich wortwörtlich, was da drin steht, und halten sich da dran, und das widerstrebt ja eine ganze Menge von natürlichen Regungen, und sie bestrafen sich ja auch dadurch, finde ich, weil ja da manches drinsteht, was du ja nicht machen darfst, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht verheiratet bist, dann darfst du das und das nicht machen, du musst das und das, du musst dich an das und das halten, und wenn du das alles nicht tust, dann kommst du auch nicht zu Jesus in den Himmel. Die glauben ja tatsächlich dran. Ich habe mir gedacht, das gäbe es halt nicht mehr, aber ja, wie du gerade gesagt hast, so Leute gibt es halt, oder nicht so Leute, es gibt halt Menschen, die glauben das. Ne? Und nicht ja. Nur im Christentum, die Moslems denken genau die gleiche Scheiße. Die glauben auch, dass sie dann im Himmel da und bla und die Leute glauben, das ist das halt. Wie bekommst du die Leute dazu, Himmel und Hölle vor der eigenen Nase nicht mehr wahrzunehmen und vor allen Dingen ihr Zutun zu dem, ob sie jetzt in der Hölle oder im Himmel leben, indem du die Frage ausklingst und sagst, ja, Himmel und Hölle gibt's nach dem Tod erst. So, und wenn du den Leuten das lang genug erzählst, dann glauben die das über etliche Religionen hinweg. Ich sehe aber, dass der René auch die ganze Zeit flitscht, der hat auch gerade was auf dem Herzen. Schmeiß es mit auf den Tisch. Jo, danke schön. Guten Abend zusammen. Kann man mich gut hören? Ja. Jo. Kann man. Gut, ja, erstmal guten Abend. Also ich bin auch jemand, der nicht an die Wiedergeburt glaubt. Ich glaube nicht an die Wiedergeburt, weil sie, wie eben erwähnt, in der Bibel steht und es für mich auch Sinn macht. Nun muss man dabei bedenken, wenn die Bibel sagt, es gibt keine Wiedergeburt, heißt es nicht gleichzeitig, dass du nicht schon immer da warst. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Die Bibel sagt, du kommst nicht wieder. Ja? Sie sagt aber nicht, dass du nicht schon immer da warst, weil Jesus selbst hatte gesagt, ich bin schon vor Grundlegung der Welt hier gewesen. Ja? Und ja, wenn wir uns auf der gleichen Teil des Vaters, wie er es nennt. Genau. Ja. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Eine Wiedergeburt würde bedeuten, hier hat etwas ein Ende und dann fängt es wieder neu an. So. Und da hat Jesus gesagt so, dass er schon vor David da war, vor all denen, die davor gekommen sind. Und ja, genau, das halte ich für gedenkwürdig, wenn man sagt, es gibt keine Wiedergeburt oder beziehungsweise wenn einer daran glaubt, der kann es auch ganz anders rumsehen und ganz anders auf eine ganz andere Perspektive betrachten. Ich habe das auch auf mich eingehen lassen, beziehungsweise habe mich damit beschäftigt. Und das andere ist, was da aber zugehört, jeder spricht so von seinem eigenen Leben, ja, und das kann auch niemand beweisen. Also mir kann beispielsweise keiner beweisen, dass er sein eigenes Leben hat, ja. Man kann sagen, natürlich, ich mache dies und jenes, ja, und ich entscheide mich für das oder das, so, aber es ist immer mit einem Einfluss von außen geschehen oder mit einem Einfluss, den du von außen schon mal bekommen hast, der jetzt aber in dem Moment wieder auftaucht. So, also es gibt nichts, ohne dass nicht irgendwas in Verbindung damit steht. So. Also und, glaubst du bist ein Computerprogramm, das nur auf Sachen von außen reagiert und das dann abspult? Nee. Glaubst du denn, dass du schon alles gewusst hast, wo du hier auf die Welt kamst? Was du heute weißt? Wenn er schon klein lautet, dann kannst du dir die Frage selbst beantworten. Ich würde gerne wissen, was Reopen 911 zu sagen hat, weil er hier reinflitscht und gerade, glaube ich, darauf brennt, genau dazu was zu sagen. Ja, einmal flitze ich da rein, weil es eigentlich auch dran war, aber das ist nämlich nicht so wichtig. Ich würde gerne ein paar Daten loswerden, die sich zu deinen Ausführungen, Bauchi, vielleicht ergänzen oder... Jesus am Kreuz, hast du gesagt, da ist ja noch eine Frage, eigentlich hätte er als religiöser Täter gefällt werden sollen. Und dann hast du vor einer halben Stunde schon mal ein bisschen auch angemahnt, dass wir Jesus nur
schlimm sehen, und das stimmt ja auch, ein leidender Lattensäppel, kann man nur dazu sagen, während du in Asien wenigstens, und das hat mir mein Bild total geändert, da siehst du wirklich strahlende, so wie du dir vorstellst, hat er noch eine Aura um Kopf gemalt in Gold, steht da erhaben, wunderschön, das siehst du in Asien, in Sri Lanka zum Beispiel, sehr viel, und es tut auch gut, Jesus mal so zu sehen und nicht immer nur am Kreuz. Und dann wollte ich aber von dir, wissen, ich habe auch verschiedene Daten eben über Jesus, werden ja auch erzählt. Ich habe verschiedene Daten, die sagen, 4 Jahre war er abwesend. Du sagst 18 Jahre, höre ich heute zum ersten Mal. Und da hätte ich gerne gewusst, wo du diese Daten her hast. Aus dem Neuen Testament. Da steht, dass er mit 12 Jahren flieht. Keiner weiß, wohin. Weiß man noch nicht von da, wo er weggeht, weil sieht man ja nicht, wohin. Ne? Er geht einfach weg. Und das Nächste, was da steht, ist, dass er 30 Jahre alt ist und anfängt, Leute um sich rum zu versammeln und Wunder zu verbringen. Das sind laut Adam Riese 18 Jahre. Ja, aber das steht nur so in der Bibel. In Asien wird auch schon erzählt, wo er dann war. Der war dann halt eben... Das sag ich ja. Ich habe nur gesagt, dass die Bibel diese 18 Jahre auslässt. Deswegen sagte ich eben, wenn man halt apokryphe Texte liest oder halt eben zeitgenössische Beschreibungen oder Geschichten, die in den Bibelkodex nicht aufgenommen worden sind, hat man Zugang zu der gesamten Geschichte. Und dann ist das eine viel, viel umfangreichere Geschichte als das, was uns die Kirche da letztendlich glauben macht. Da muss das völlig kurz dazwischen reden. Da habe ich schon gehört, da habe ich mit jemandem gesprochen, der fand das ganz gut, dass diese apokryphen Schriften nicht ins Testament aufgenommen wurden, weil da sie alles falsch lehren seien. Ja, vor allen Dingen falsch lehren in Bezug darauf, dass man die Bevölkerung eines ganzen Planeten versklaven möchte, dann ist das natürlich nicht gut. Aber wenn man diese Sachen mal gelesen hat, dann kann ich beim besten Willen nicht verstehen, wie jemand sagt, sei nicht gut. Weil ist mir egal, ob die verfälschen oder bleiben. Wenn sie mir aber helfen, mein eigenes Leben bewusster und auch schöner zu gestalten, dann ist mir kack egal, was irgendjemand anders damit anfangen oder nicht anfangen kann, dann ist für mich nur wichtig, dass ich was damit anfangen kann. Was ich vor allen Dingen damit anfangen konnte, war halt vor allen Dingen, dass ich mich aus dieser Sklaverei befreien konnte. Ja, besagte Menschen brauche ich glauben ja auch daran, nicht als Selbsterlöser quasi, sondern sie glauben einzig und allein Jesus bzw. Christus oder Jesus kann sie erlösen und nicht sie selbst. Das heißt, die beten dann auch, wenn sie Entscheidungen treffen, 3 Tage und treffen dann trotzdem eine falsche Entscheidung und merken es immer noch nicht, dass da ein Haken ist. Das finde ich das Tragische. Das bedeutet, sie sind hoffnungslos verloren, bis sie einfach in der Lage sind, diese Sichtweise zu ändern. Genau das behaupten die von den anderen, weißt du? Okay. Das ist ja immer die Krux. Das ist ja auch so, dass in einem Staat voller Verrückter die Verrückten als Verrückten gelten. Also die viel mal viel klarer im Kopf sind und viel logischer argumentieren können oder sonst was, aber das sind die Verrückten. Reopen nochmal bitte. Nur noch die letzte Anmerkung möchte ich jetzt gerne loswerden, weil du ja auch richtigerweise von seinen Kindern gesprochen hast. Und da gibt es die einzige Darstellung, Jesus, seiner Frau und seinen beiden Kindern, glaube ich, waren es, ist in der Kathedrale von Rennes. Da sind die Bleikristallbilder wunderschön dargestellt, wie Jesus mit seinen Kindern ist. Und das ist ihm auch gewidmet. Kannst du mir da bitte gerade mal auf Google ein passendes Bild, du hast hier Rennes und bla, wüsste noch nicht mal, wie ich schreiben soll. Kannst du mal gucken, ob du auf Google ein Foto findest, das du mir bitte hier in den Chat mit posten kannst? Ich poste es dann gerne in meinem Profil unter den... ich habe eben Werbung gemacht und da zeigten mindestens 2 Leute gerade schon, dass sie wohl nicht dabei sind, dass es für die dann auch verfügbar ist. Aber wäre, glaube ich, sehr interessant gerade. Ich suche danach, kann aber einen Moment dauern. Kein Problem. Der René wollte auch noch was sagen. Ich habe geblinkert. Ich habe dich zumindest gerade blinken sehen. Kann auch sein. Aber hier steht dann noch ein anderer Name, von dem wir noch gar nichts gehört haben. Naturdesign. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch gesehen und es hat bei dir eben geblinkt. Kann das sein? Ja, ich wollte auch noch was dazu sagen. Sehr gerne. Und zwar zur Wiedergeburt.
erstens habe ich Menschen kennengelernt, die wirklich reinkarniert sind. Und zweitens habe ich etwas festgestellt in den Nazca-Linien, dass eigentlich alles Frequenz ist. Das heißt, es gibt gar keine Materie. Selbst die Materie bildet sich aus Frequenz. Und das sagt ja auch der Professor Dürr aus dem Max-Planck-Institut. Geist schafft Materie. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alles Frequenz ist und die Frequenz grundsätzlich ewig lebt, dann verlassen wir nur unseren Körper, was unser Geist ist. Genau. Und somit das gibt es keine Wiedergeburt. Ja, genau. Das ist natürlich jetzt im Moment, wird es fast zu Wortklauberei. Weil wenn wir uns das Wort genau angucken, nämlich Wiedergeburt, dann würde das ja bedeuten, dass du als der gleiche wiedergeboren wirst, als den du dich gerade empfindest. Und da stimme ich dem René vollständig zu, das passiert so nicht. Aber das unendliche Bewusstsein, dass wir sind, das unseren Körper durchströmt und dann halt irgendwann nicht mehr, wenn wir scheinbar tot sind, wobei wir einfach nur noch unsere Hülle abgelegt haben und dann die Möglichkeit haben, als jemand vollständig Neues, anderes, mit anderen Möglichkeiten ein anderes Leben zu erleben, weil es halt eben andere Herausforderungen dann wieder gibt, die wir uns als Seele interessieren, die uns als Seele, als unendliches Bewusstsein dann interessieren und es läuft alles dem Interesse hinterher. Auch das funktioniert alles übers Interesse. Und dann kann es aber halt eben solche Sachen geben wie, also mir ist das, irgendwann war das mit der Reinkarnation, und ich nenne es deswegen so und nicht Wiedergeburt, so viel zum Thema Wortklauberei, mit der Reinkarnation halt, also mit dem Wiedereintritt in die Matrix durch einen neuen Avatar, Körper, tatsächlich dann dazu kommen kann, dass aber Stränge von Erinnerungen erhalten bleiben, die dann auch in dem Leben erhalten sein sollen und auch kommen. Und so ist es in meinem Leben gewesen, dass ich irgendwann mal von einer Reinkarnationstheorie gehört habe, wo ich mich dann auch lange Jahre erstmal gebraucht habe, bis ich da überhaupt, dass man mir vorstellen konnte, was das denn überhaupt bedeutet, weil man es mir ja nicht beweisen konnte, wie der René das auch sagt. So, das habe ich halt eben auch sehr lange genauso empfunden und würde das bis heute noch genauso sagen. Wenn ich nicht einen Mittelweg gefunden hätte, der sich mir auf eine ganz bestimmte Art und Weise präsentiert hat. Und zwar gab es vor 10, 11 Jahren, zu der Zeit, wo es mir so richtig scheiße ging, wo ich Burnout hatte, wo ich Depressionen hatte, Borderline mir angehängt wurde und was weiß ich was alles, und eine richtige, also wirklich am Boden war und mich da auch in die Klapse habe einliefern lassen und solche Sachen. Es gibt einige Leute, die kennen die Geschichte, für andere ist das jetzt nicht so wichtig. Dass ich zu dieser Zeit wirklich angefangen habe, alles anders zu sehen, alles anders und halt eben, ne, wo auch Naturdesign gerade von sprach, dann so nach und nach dahinter kam, dass alles tatsächlich Schwingung ist. Energie. Du wurdest verrückt, oder? Ich wurde eigentlich entrückt. Ich war eigentlich mein ganzes Leben verrückt. Jedes Mal, wo ich versucht habe, anderen gerecht zu werden, habe ich das nur noch verrückter gemacht. Und jeden anderen genauso. Könnt ihr euch mal selber einfach nur durch den Kopf gehen lassen und gucken, was es bewirkt. Also mehr sage ich ja gar nicht zu. Mir hat das halt einfach sehr geholfen. So, und dann war es aber zu der Zeit, wo es mir so richtig scheiße ging. Und deswegen wusste ich ja noch, dass alles Schwingung ist und trotzdem völlig real, auch die Materie und alles nicht materiell. Da ging es mir mitunter so, dass ich vor allen Dingen in den Momenten, wo ich völlig agonisch war, also nicht mal Selbstmordgedanken hatte, sondern so depressiv war, dass also Selbstmord nicht möglich war, ich aber an diesem Punkt war, wo ich mich einfach nur wie eine leere Hülle fühlte, tot fühlte. Das war auch irgendwie gar kein Leben mehr wirklich in mir. Und ich habe mir einfach nur gewünscht, nicht mehr zu existieren. Ich habe mir die Frage wirklich mehrfach gestellt, wieso kann ich nicht einfach, ich habe es laut heulend, habe ich sie formuliert, wieso kann ich nicht einfach nicht da sein, tot, einfach weg,
nie existiert haben. Keiner kennt mich, keiner vermisst mich, keiner braucht um mich zu trauern. Hauptsache diese ganze Scheiße ist weg. Und dann waren da zu diesen Zeitpunkten, wo ich so gefühlt habe, hatte ich so etwas wie Visionen, wie ich das damals genannt habe. Und zwar von gewissen Dingen, die für mich letal waren, sprich tödlich. Ein Pfeil in meinem Rücken, ein Messer in meinem Hara, also wie beim Harakiri, eine Axt in meinem Brust, in meiner Brust, eine Kugel in meinem Kopf, also alles so, wie das da gerade reingeht. Und dann ging es mir mit der Zeit besser und diese Bilder verschwanden. Und irgendwann sitze ich auf dem Sofa und da fällt es mir wie Schuppen von den Augen, als mir klar wurde, dass ich mir nichts vorstellen kann, was keine Erinnerungen in mir hervorruft. Ich kann nur interpretieren, was ich schon kenne. Sprich, mir wurde klar, dass das keine Visionen waren, sondern Erinnerungen. Und dadurch, dass mir dann auch bewusst wurde, was das für Erinnerungen war, nämlich Erinnerungen an instantane Tode, plötzliche, schnelle Tode, die mir, wie in einem Fall, durch eine Rückführung halt auch klar wurde, dann auch wirklich sehr, sehr gelegen kam. Das war die Kugel im Kopf, da bin ich mal nachgegangen. Und als ich gesehen habe, als ich dann in diesem Leben nochmal völlig real, auch wenn ich dabei auf dem Sofa mit meinem Körper gesessen habe, aber in meinem Kopf ist diese gesamte Szene nochmal völlig real abgelaufen, die ich dann erlebt habe, wo diese Kugel in den Kopf tatsächlich dann eine endliche Erlösung war. Und die habe ich mir nicht selber da reingejagt. Und da wurde mir bewusst, dass Reinkarnationen keine Theorie sind. In meinem Leben definitiv nicht mehr. Da wurde mir der Beweis geliefert, der mir, meinem Verstand ausreicht, um vollständig überzeugt zu sein, dass es nicht dass nicht jeder Mensch einmal kurz lebt und bla und dann wieder weg ist. Was für eine Verschwendung, was für ein sinnloses Unterfangen wäre das auch. Sondern dass das unendliche Bewusstsein immer wieder die Möglichkeit hat, genau das, was es erleben möchte, auch erlebbar zu machen. Darum geht es ja auch sehr in dem Buch 2020, wodurch das dann halt möglich ist. Und dann ist es halt eben nämlich überhaupt gar nicht, ich habe das gar nichts mehr mit dem Körper zu tun. Ich kann mich zum Beispiel halt auch an Leben erinnern, wo ich eine Frau war. Ich kann mich an eine erinnern. Ich habe mich mein ganzes Leben schon gefragt, es ist mir irgendwie immer aufgefallen. Ich konnte es nicht artikulieren, aber immer wenn ich Haie gesehen habe, ob jetzt im Fernsehen oder wie auch immer, ich immer diese Erinnerung hatte in mir von dieser Form, sich zu bewegen, dieses Hin- und Hergehen und wie der Blick dabei auch irgendwie immer so durchs Wasser hin und her geht. Als ich das erste Mal einen Hai gesehen habe und mir einen Hai in Bewegung, wohlgemerkt, vorher konnte ich das nicht. Als ich erst ein Bild von einem Hai gesehen habe, wurde das nicht getriggert. Erst als ich einen Hai in Bewegung gesehen habe, in einem Film, schoss mir da, und dann kam ich da nicht raus. Ich so, wow, das ist ja Hammer. Und ja, irgendwann wurde mir bewusst, ja, du hast auch mal als Hai gelebt und kannst dich daran erinnern. Durch diese Akzeptanz, nicht Akzeptanz, durch das Festlegen, das Einloggen des Wissens um Reinkarnationen und nicht als Theorie, sondern als Praxis, haben in meinem Leben so wahnsinnig viel Klarheit geschaffen über Dinge, die vorher völlig unklar waren, die alle da waren, völlig real, die ich aber überhaupt nicht einordnen konnte, weil die mit meinem Leben in dieser Inkarnation überhaupt nichts zu tun hatten. So viel geht mir einfach zum Thema Reinkarnation noch durch den Kopf. Was geht euch noch durch den Kopf? Erzählt. Ja, zu dem, was du vorhin gesagt hast,
war nicht ganz wichtig noch, deswegen spreche ich es jetzt nochmal an, dass halt Jesus in den das gemacht hat, um die Herrschaft der, na, wie haben die geheißen, der Jariseer, Pharisäer zu brechen. Und heute gibt es Leute, die das irgendwie nicht durchblicken und sich von Jesus quasi indirekt tyrannisieren lassen, indem sie die Bibel wortwörtlich nehmen. Das finde ich eigentlich das Tragische, dass sie da in dieselbe Falle tappen, die Jesus eigentlich auflösen wollte. Ja, aber er hat ja damals schon gesagt, macht euch keine Sorgen, es dauert 2000 Jahre. Und im Moment löst es sich auf. Er hat seinen Job gemacht. Der Rest ist up to the rest. Genauso wie bei uns heute. Wir können hier auch, wir können uns alle ein Beispiel an Jesus nehmen und alle unser Ding machen, das, was wir für richtig halten, und den Rest mal up to the rest lassen. Dann sind wir nämlich auch nicht ständig mit den anderen beschäftigt, die gerade einfach nichts kapieren wollen. Und uns da letztendlich von mehrerlei Dinge abhalten, nämlich A, mal uns auf uns zu konzentrieren und B, unser Ding einfach zu machen, ungeachtet dessen, was irgendjemand anders macht. Hätte Jesus sich damals gefragt, was irgendjemand von ihm denkt, weil er so macht, oder hätte er das wahrscheinlich alles nie gemacht. Ja, ich danke dir, Bauch, und ich bin dann wieder mal bei den Zuhörern. Danke. Ich danke auch. Sehr interessante Impulse. So, und wenn wir möchten, können wir gerne noch mal einen Song hören. Ich überlege gerade, ob ich da einen habe, den ich gerne gespielt haben würde. Und ja, We Want to Party, würde ich mal sagen. Wenn der Michael das noch mal einlegen möchte. Und losspielen, machen wir ein paar Minuten Pause. Ich gehe mal Pipi machen und melde mich dann gleich wieder.
Ja, das hört sich auf jeden Fall wieder mehr nach Party an. Ja, aber trotzdem irgendwie ein sehr interessantes Thema heute. Ich habe da nicht wirklich mit gerechnet, dass es heute um Jesus gehen würde. Aber der ist natürlich für mich der Obermaster, was On-Mind-Gaming angeht und Nutzung des Internets und seine Spielchen spielen, und zwar völlig bewusst. Und ja, das ist halt was, wo wir uns alle, glaube ich, gerade eine dicke Scheibe von abschneiden können und Jesus unten in die Charakterleiste direkt einfach reinbauen und wann immer nötig Jesus spielen können. So gut wir können. Da ist es auch, alles ausbaufähig. So, und also ich für meinen Teil, der das schon eine geraume Zeit macht, kann einfach sagen, ich kann das jedem nur empfehlen, das bewirkt im eigenen Leben doch einiges. Hello? Is there anybody out there? Nee, sind nur genug da. Bin ich hier der Einzige, der denkt, oder bin ich hier der Einzige, der laut denken gelernt hat? Ja, man muss schnell genug sein, wenn du einmal die Lücke lässt. Und weil du eigentlich doch immer sehr lange Monologe führst, ist wahrscheinlich nicht jeder gleich startklar, weil jeder weiß, es dauert noch ein bisschen, bis man mal zu Wort kommen könnte. Ihr wisst, dass ihr mich nicht unterbrechen könnt. Ihr wisst, dass ihr einfach da mal dreimal auf den Mund klickt. Ich habe, wann immer ich hier rede, habe ich eure Münder auch mit im Auge. Und wenn ich merke, da will jemand was sagen, dann mache ich Platz. Nicht immer einfach alles auf die anderen schieben. Das ist nicht sehr eigenverantwortlich gedacht. Nee, sagt ruhig, unterbrecht mich gerne auf diese Weise auch. So wie jetzt zum Beispiel Naturdesign und Team Mikro. Naturdesign war aber zuerst da. Bitte. Ja, ich habe nochmal eine Frage zu der Erlösung, beziehungsweise, dass wir oft einen Erlöser warten. Ich sehe eigentlich die Sache momentan so, dass wir eigentlich uns alle selber erlösen müssen und gar kein Erlöser mehr kommt. Sagte ich ja eben. Kannst du auch anders ausdrücken. Du hast einen Stock im Arsch und den kann dir kein anderer rausziehen. Den musst du selber rausziehen. So. Ja, aber auch hier, das hast du sehr schön gesagt. Das fand ich sehr gut. Aber wir müssen ja jetzt nicht philosophieren, wie wo was richtig rum ist. Wichtig ist, die Lehren von Jesus sind ein Maßstab, die unser Leben formen können und sollten, nach meinem Denken. Und spielen sie eine sehr, sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Das ist das, was uns beide auch ja, vielleicht am Anfang noch nicht so klar war, aber weshalb wir uns von Anfang an so sympathisch waren. Ja, findet man oftmals erst hinterher raus. Ne? Eine Frage sei aber dennoch erlaubt. Die hattest du ja vorhin auch gestellt, dass Jesus, manche Leute stellen in Frage, dass Jesus Gottes Sohn wäre. Aber was soll er denn sonst sein? Genau wie wir alle sind. Also die Frage kam von Thomas, steht auch im Chat noch irgendwie. Die Frage kam von Thomas. Die Leute glauben tatsächlich noch, Jesus sei Gottes Sohn. Er geht hinterher nochmal darauf ein und sagt, sei sein einziger Gottes Sohn. So war es gemeint, wegen dem Noch, wir sind ja ein arme Sünder. So, das ist auch das eben, genau das, wer Jesus heute noch gerne was abgewinnen möchte, der kann das gerne tun, indem er sich von ihm, von seinen Schulden und seinen Sünden freigesprochen fühlt. Jesus tut nichts lieber, als den Leuten diese Illusion zu nehmen, dass sie in irgendwas schuld seien, vor allen Dingen am Leiden anderer. Und das ist halt eben dann auch seine Botschaft, die wie ein Messias erlösend in uns wirkt. Und da ist halt eben jeder von uns Jesus. So, ne, das so kann er zumindest sein, wenn man es sich erlaubt. Also ich musste es halt wirklich erstmal irgendwie also für mich war das sehr hilfreich. Also ich musste gar nichts, aber für mich war das sehr hilfreich. Oder doch, irgendwo musste ich es schon, weil ich bin ja inneren Impulsen gefolgt. Und dann kam das aber aus dem inneren Bedürfnis heraus, halt eben einfach mal eine Weile mit dem Namen Jesus rumzulaufen
mir egal sein lassen, was irgendjemand davon hält, dem nicht interessierte, warum ich das tue, sondern einfach nur das Maul drüber zerrissen hat und mir erzählt hat, das sei blasphemisch und was weiß ich was. Also wenn ich mir die Kirche und ihr Treiben angucke, dann kann ich von Blasphemie reden. Aber nicht von, wenn irgendjemand sich selbst wiederfindet und Gott in sich selbst und dadurch wieder Zugang zum Einssein mit dem Universum findet und eigentlich ist alles, was Jesus so gesagt hat, hilfreich in diese Richtung. Und dann ist natürlich bei diesen Leuten auch ein Erlöser nötig. Sie brauchen ja auch einen, ganz augenscheinlich und ohne jeden Zweifel. Aber die Frage ist vor allen Dingen, wovon? Nämlich von ihrem Leiden. Und das suchen sie sich jeden Tag immer noch selber wieder aus. Und das müssen wir einfach mal sein lassen, also wieder gut. Reopen und Team Mikro. Also von mir aus du zuerst. Ja, ich glaube, es ist diese Fragen, ob er jetzt wirklich Gottes Sohn ist und was man unter Gottes Sohn versteht, das ist eine Sache, die kann sich jeder selbst ausmalen, beantworten, wie er das möchte und wie er das sieht. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist letztendlich, ob es jetzt 2 oder 4 Kinder waren oder ob er verheiratet war oder nicht. Ich finde, es ist wichtig, dass wir verstanden haben, was er uns sagen will und zeigen will. Und diese ganzen anderen Sachen drumherum, er war im Indischen und also jetzt im Buddhistischen und im Hinduistischen nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer und ein sehr begehrter Lehrer. Nur nicht sehr lange, aber er war ein sehr großer Lehrer. Wie bitte? Hörst du mich wieder? Hört ihr mich wieder? Ja, ich habe die ganze Zeit gehört. Okay. Und stimme vollständig mit dir natürlich überein. Und wichtig ist, dass wir in uns selbst die Reinheit erkennen, die er uns darstellen möchte, die er uns beibringen möchte, die er uns lehren möchte. Und dass wir die annehmen. Und alles andere ist sowas von egal. Und sich darüber zu streiten, ob es nun rechtsrum oder linksrum geht. Für den einen geht's rechtsrum, für den anderen geht's linksrum und beide kommen an. Und das ist wichtig. Ja, Streit war wohl auch das allerletzte, was dieser Mann hervorrufen wollte. Und wenn man sich anguckt, was in seinem Namen in den letzten 2000 Jahren an Streit und Mord und was weiß ich was und Missionierungswahn stattgefunden hat, Da sind wir wieder bei dem Wort Blasphemie. Ne? Es hat ihn keiner gefragt. Ne, vor allen Dingen die römisch-katholische Kirche nicht. Die hat gesagt, wir stehen mit ihm auf einem Scheffel. Und vor allen Dingen der Papst ist ja der Einzige, der Gott gleich ist. Ja, also was für eine einschränkende Sichtweise. Ich bin froh, dass ich kein Katholik mehr bin. Wenn ich mir angucke, wie eingeschränkt mein Leben damals war und wie dumm und dämlich ich damals wirklich noch war, weil mein ganzer Kopf voll mit Fragezeichen war und ich nichts kapiert habe und auch nichts kapieren konnte, auf diese Weise, wie man mir das Denken beigebracht hat, das ist eigentlich kein Wunder, dass dann auch einem Einstein auffällt, dass dann nach 2000 Jahren solcher Indoktrination der Mensch tatsächlich, und länger als 2000 Jahre, der Mensch tatsächlich nur noch 5% seines geistigen Potenzials nutzt. Ja, wenn 95% aller denkbaren Gedanken gesetzlich, moralisch oder sonst irgendwie verboten sind, wo man sich schon gar nicht denken möchte. Und sobald sie jemanden anspricht, man dem am liebsten also auf die Fresse haut, weil man will nichts von der Gegenseite hören. Man will nichts von, wo wir ja von selbst von seiner Seite noch nicht mal die schlechten Seiten hören. Das heißt, ne, kannst ja, alles hat ja Pro und Contra, also Schwarz hat Pro und Contra, Weiß hat Pro und Contra. Wenn ich aber auf weißer Seite stehe und gegen Schwarz Partei beziehe, dann will ich auch nichts von der Kontraseite von Weiß hören. Das heißt, mir bleibt maximal noch ein Viertel übrig. Wenn ich dann aber auch noch nicht mich traue, zu mir selber zu stehen und meinen Gedanken, weil alles um mich herum noch was anderes sagt, dann bleiben nur noch 5% übrig. Ich würde, bevor ich rausgeflogen bin, noch was anfügen, was mich an dem ganzen Jesus-Hype doch immer ein bisschen stutzig macht. Ich habe ihn in Indien als wirklich tollen Mann kennengelernt und habe da Geschichten gehört, die mir hier kein christlicher Pfarrer erzählt hat. Und da habe ich ihn lieben gelernt. Trotzdem fällt mir auf, das geht ja auch nicht um Jesus die Person, sondern um sein Christusbewusstsein.
Und was mir eben auffällt, ist, dass der liebe Gott, der Schöpfer, der eben so da die Hand drüber hält, so geizig sein soll, das letzte Mal jemand mit dem Bewusstsein vor 2000 Jahren auf die Welt geschickt hat. Die Mohammedaner sagen, noch 500 Jahre später war es dann eben Mohammed und dann nichts mehr. Und das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, wir leben in einer Welt von Erleuchteten auch, verfügbaren Erleuchteten, aber wir warten darauf, dass einer kommt, der auf dem Esel daherreitet. Sonst erkennen wir den nicht an, sonst wird er gesteinigt. Ja, und da kommt aber noch ein anderer Knick in der Sichtweise, nämlich der, jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du gerade nochmal eingangs gesagt? Dass Jesus seine Geschichte eben schon 2000 Jahre alt ist und dann noch, wenn man mal wirklich guckt, das ist natürlich nicht Jesus interpretiert, was wir 2000 Jahre erlebt haben, eine riesen Blutspur verursacht hat. Eine riesen Blutspur zieht diese Jesus-Geschichte hinter sich her, natürlich in seinem Namen, er konnte nichts dafür. Und heute fällt uns immer noch nichts Besseres ein, als auf diesen Zimmermannssohn da immer noch irgendwelche Dinge zu projizieren, obwohl die erste Bibel, die niedergeschrieben worden ist, 378 Jahre nach seinem Tod niedergeschrieben worden ist. Das ist einfach mal ein Fakt. Der Hieronymus hat damals schon gesagt, ihr könnt mich Geschichtsfälscher nennen, es gibt so viele Geschichten, ich weiß nicht, was ich machen soll. 378 Jahre nach seinem Tod wurde das erste Mal was niedergeschrieben. Ja, deswegen lese ich so gern das Thomas-Evangelium, das wurde in seinem Beisein geschrieben. Was du aber eben auch noch sagtest, war, dass dieser Gott, dass er so geizig sein soll, da nur einen da zu schicken in so langer Zeit. Und da ist halt eben genau, dass dieser Gott de facto überhaupt gar nicht existiert. Es gibt keinen von uns getrennten Gott. Also ich habe die letzten 10 Jahre mit sehr klaren und offenen und sehr kritischen Augen vor allen Dingen meine Wahrnehmung beobachtet. Und ich habe nichts gefunden, was zum All-Einen, zu dem, was alles eint, von dem wir sprechen, wenn wir von Gott sprechen, dem Universum, dem All-Einen, nenne man es, wie es will, nichts gefunden, was nicht dazugehört. Und das steht ja auch in der Bibel. Gott ist in allen und allem von uns. Und da ist das halt nämlich, nicht dieser Gott, nicht dieser nicht existente Gott mit dem langen Bart oder bla, der irgendwie getrennt von uns wäre oder seine eigenen Interessen verfolgt. Also im Buch vom Universum steht das sehr, sehr deutlich drin. Das Universum hat keine eigenen Interessen. Es folgt allen Einzelinteressen und die sind sein Interesse. Und da haben wir das wieder mit, was auch in dem 2020-Buch steht, dass alles seinem Interesse folgt. Alles. Und sich so die Dinge ergeben und möglich werden. Und so war es nicht Gott, der nur einen solchen dargestellt, sondern es waren wir selber, die uns dafür entschieden haben, dass noch nicht die Zeit ist, dass wir wollten das ganze Spektakel, diese ganze Blutspur, die wir gezogen haben, wollten wir auch ziehen. Jeder von uns ist seinem Interesse dabei hinterhergelaufen, über Inkarnationen hinweg. Und wir können uns gerne als diese auch immer noch empfinden. Das ist sehr hilfreich, uns auch als die zu empfinden, die wir vor, was weiß ich, was für eine Zeit oder in irgendeiner Zeit mal waren. So mit den Außerirdischen und so. Ne? Das sind nicht irgendwas von uns getrenntes. Das sind wir in der Zukunft. Nur muss man ja mal hin. Und wenn man dann halt eben, wie in dem Buch beschrieben, halt eben dann es schafft, die Zeit stehen zu lassen und eben sich klar zu machen, dass alles, was je existiert oder existiert hat, in diesem einen Moment existiert, auf den man aber überhaupt erstmal wahrnehmen muss, weil solange man Zeit wahrnimmt als etwas linear Ablaufendes, das einen Zeitstrang verfolgt, kann man das nicht sehen, funktioniert das nicht. Aber wenn man in diesem Hier und Jetzt mal drin ist, und wir sind immer wieder alle mal drin, und irgendwann bekommen wir es bewusst mit und ach, okay, das ist dieses Hier und Jetzt. Ach, dann kann man auf einmal, und dann bleibt die Zeit stehen. Macht auf einmal Boom. Und alles bewegt sich weiter. Nur die Zeit nicht. Auch die Uhren bewegen sich weiter. Aber die Zeit nicht. Auf einmal ist alles endlos. Und dann kann man sich auch ein endloses Universum auf einmal vorstellen. Habe ich früher nie gekonnt. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Weil ich immer nach dem Ende ja gesucht habe. Ich konnte mir nichts vorstellen, was endlos war. Heute ist das ganz simpel, mir was Endloses vorzustellen. Aber diesen Gott, darauf wollte ich hinaus, den gibt's halt gar nicht, der in irgendeiner Weise was entschieden hat, was nicht in unserem Interesse gewesen wäre. Das gilt auch, wenn kleine zerhackstückelte Mädchen im Wald gefunden werden und sich dann hinter vorlaufenden Fernsehkameras dann wieder alle heulend fragen, wie Gott sowas zulassen konnte.
Ja, ganz einfach. Indem wir es zugelassen haben, weil wir Gott sind. Ob uns das jetzt schmeckt oder nicht. Aber mit der Erkenntnis hat man ja wieder einen neuen Impuls. Man hat ja die Möglichkeit, auf einmal doch drauf zu achten. Und wenn ich so erschüttert bin dadurch, dass solche Dinge passieren, dann muss ich doch eigentlich aus meinem natürlichen Wesen heraus ein Interesse dafür entwickeln, wie man sowas in Zukunft verhindern kann. Und das passiert nun mal eben nicht, indem man dann mit dem Finger auf die Schuldigen zeigt und mit drei auf sich selbst zurück und den wirklich Schuldigen dann eben dann auch zeigt, sondern eben die Schuldigen nicht wegsperrt, sondern sich ihnen widmet und herausfindet, wie konnte es dazu kommen? Wie ist es dazu gekommen, dass schon wieder ein zerhackstückeltes Mädchen im Wald gelaufen ist, gefunden worden ist? Und in dem Moment, wo das wird, können solche Leute, die selber, die Täter, früher lang genug Opfer waren, auf einmal sogar tatsächlich wieder Helden für uns werden, wenn auch nicht unbedingt schöne, aber die uns zeigen, wie wir uns davor schützen können, dass sowas demnächst überhaupt nochmal passiert. Aber wenn ich solche Sachen sage, dann werde ich dann oft auch wieder als krank betitelt, obwohl ich gerade eigentlich die gesündesten Gedanken von mir gebe. Bauri, der Jürgen ist zu uns gekommen. Ja, grüßt euch alle. Schönen guten Tag. Das heißt, hallo. Ich wollte gerade mal zu dem Thema, ich bin gehört erst 10 Minuten, Gott, Jesus, was wäre eigentlich gewesen, man hätte ihn nicht derart spektakulär praktisch zu Tode kommen lassen. Es wäre ja fast dazu gekommen, dass er befreit wurde, noch vor der Kreuzigung freigesprochen, wenn man ihn einfach verbrüht hätte und laufen lassen. Ne? Okay, was wäre dann gewesen? Ja, ich glaube, das wäre nie ans Tageslicht irgendwie gekommen. Nie wäre so ein Brimborium in Häkchen, ich meine das gar nicht wertend, ja, das ist so ein Hype gekommen, ja. Und genau deswegen hat er damals ganz bewusst diese Nummer durchgezogen. Er wusste, durch das, was er da tut, wird er am Kreuz landen. Und da wird es keine Freisprechung geben. Da wird niemand fragen, da wird niemand sagen, hier, das ist Brian, lass den los. Das ist mein oder Wein, habe ich nicht verstanden. Entschuldigung, im Film Das Leben des Brian, ach so, ist es halt so, dass dann da geschrieben, ja, nee, lass den Brian frei und dann, die Meute ist schon wieder verkackt, weil sie dann alle, ja, ich bin Brian, nee, ich bin Brian, nee, wir sind alle Brian, ja, und so, ne, also, selbst da hat es ja nicht funktioniert, Jesus wusste und deswegen hat er auch vorher sich entsprechend darauf vorbereitet und hat gebeten, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Er hat das nicht unbedingt gemacht, weil er gerade voll geil auf Schmerzen und so eine Nummer war und sich dann von all den Leuten, die er dann halt jetzt dann in den letzten 3 Jahren seine Freunde und seine Gefolgschaft genannt hatte und seine Familie, unter denen er unter den Seinen war, dann jetzt verlassen zu müssen, um diese Show aufrechtzuerhalten. Er hat sich tatsächlich geopfert, auf jeden Fall, aber nicht für irgendeine Religion, sondern tatsächlich für uns, damit wir in der Lage sind, irgendwann 2000 Jahre später gerade genau dieses Gespräch zu führen und so langsam Klarheit darüber zu kommen, was dieser Mann eigentlich wirklich gemacht hat. Ich meine, er wird ja praktisch schon im Alten Testament angekündigt. Man sagt, es wird ein Erlöser kommen. Ich glaube, das steht in mehreren, bin nicht so bibelfest. Und genau da sollte man das wieder nicht zu wörtlich nehmen. Ja, es kommt ein Erlöser, so viel kann ich bestätigen, aber nicht in Form eines Mannes, der dann überall im Fernsehen gezeigt wird und alle sagen, ja, das ist jetzt hier der Hupaguru, sondern die Erlösung, die durch den Erlöser gebracht wird, ist eine Erkenntnis. Beziehungsweise, nein, eigentlich ist der Überbringer der Erlösung eine Erkenntnis in uns. Nämlich, dass das hier alles gar nicht so real ist, wie es aussieht und solche Sachen. Und dass wir das alles gar nicht nötig haben, dieses ganze Leid. Ja, ich frage mich immer, Erlösung von was? Von was? Es geht doch nicht darum, dass Unwohlsein. Weil es geht doch nicht darum, dass einer herumläuft und die Zipperlein der Leutchen heilt. Ich meine, es ist fein und super und ein Heiler ist. Genau, das sage ich ja gerade. Es geht darum, dass die Leute ihre Zipperlein selber lösen. Jeder hat seine eigenen Sachen. Es geht, wenn von Erlösung ist sicherlich das, ja,
buddhistische Aussagen hat der Wiedergeburt gemeint, ne? Erlösung von Menschsein als solches. So verstehe ich's. Also das meine, und das ist ja auch nachgewiesenerweise entfernt worden aus gewissen Kapiteln. Wovon sonst? Ich meine, ein einfacher Heiler, der guter Absicht und guter Dinge, Leute, die Tauben wieder gehen, die Lahmen wieder sehen und so, das ist fein, aber das ist doch zu wenig. Es geht doch um viel mehr, ne? Moment mal kurz, Leute, wär schön, wenn ihr dann doch versucht, nacheinander zu sprechen. Weil die den Headset aufhaben, denen fliegen die Ohren weg. Aber ich kann das halt eben gerade nochmal wovon erlösen. Also ich sag, um es auf den Punkt zu bringen, was ich halt herausgefunden habe, wovon die Leute Erlösung wünschen, ist von ihrem Unwohlsein, von ihrem Leiden. Sie wollen glücklich sein, nämlich friedlich und in Ruhe leben können. Und ja, wie gesagt, das ist bei jedem anders. Und das kann jeder immer nur in sich selber korrigieren. Es kann nicht von außen korrigiert werden. Und das hat auch Hilfe schon. Entschuldigung, ich meine doch. Ich meine, er hat schon durch, ja, was auch immer, Hand auflegen, sonst was, hat er schon Leute von Krankheiten geheilt. Nicht? Also es kann schon von außen kommen. Sei es durch göttliche Strahlung oder was auch immer. Es gibt auch heute solche Leute, die können das. Ein Impuls kommt immer von außen. Und einfach gerade, weil es mir durch den Kopf geht, hört auf, so immens zwischen Innen und Außen zu unterscheiden. Das Außen ist ein Spiegel des Inneren. Nichts weiter. Die sind direkt miteinander verbunden. Es gibt nichts im Außen, was im Inneren nicht wäre. Ich kann im Außen nichts wahrnehmen, was nicht in meinem Inneren ist. Es funktioniert nicht. Ich kann es mir ja nicht vorstellen. Ich kann ja nur wahrnehmen, was ich kenne. Ich kann nichts wahrnehmen, was ich nicht kenne. Dann kann ich es nicht. Ich muss es erst kennenlernen. Dann kann ich es als da. Ne, dass die Frau Birkenbiel wieder mit dem schwarzen Kasten, von dem sie erzählt, wenn ich nicht weiß, dass das ein Computer ist, ist für mich irgendwas. Ich nehme dieses Ding wahr. Aber ich kann nicht sagen, dass das ein Computer ist. Stattdessen ist da irgendwie ein Fragezeichen, beziehungsweise einfach irgendwie ein schwarzer Fleck in meiner Wahrnehmung. Und das ist halt auch eben genau der Punkt. Jesus hat selber auch, und das habe ich eben auch schon gesagt, Jesus hat nie behauptet, dass er heilen kann. In der ganzen, ich habe es wirklich nochmal durchforstet, ich habe es im ganzen Neuen Testament nicht einmal gefunden. A, stand nirgendwo, dass er jeden hätte heilen können. Wäre es von ihm ausgegangen, hätte es eigentlich möglich sein müssen. Ne, wenn er hätte heilen können, dann hätte er jeden heilen können. Konnte er aber nicht. Er konnte es nur mit bestimmten Leuten machen. Und bei den Fällen, die es bis heute in die Bibel geschafft haben, noch dran zu erzählen, davon erzählt wird, da wird also explizit sagt er jedes einzelne Mal, was denjenigen geheilt hat, nämlich sein Glaube, nicht er. Sein Glaube hat ihn geheilt. Ja, das ist ja zwingend. Jetzt ist, Moment, Jürgen. Erstens, die Anja ist zu uns gekommen. Schön, dass du hochgekommen bist, Anja. Und dann würde ich sagen, wir geben der Anja das Wort, dann der René und dann Naturdesign und dann Jürgen. Herr Hoppen wollte auch schon seit einer Viertelstunde was sagen. Ja, dann nehmen wir den nach der Anja noch davor. Nee, ich Anja, bin raus. Sorry, ich habe aus Versehen drauf geklickt. Okay, Anja, bitte. Also erstmal guten Abend. zweitens, Micha, ich wollte dir recht geben. Also Jürgen, das mit den Boxen, das ist wirklich ouch. Achte ein bisschen drauf, mir knallen hier die Ohren weg. Bauchi, was du gesagt hast, ist für mich dieses Innen wie Außen und alles einfach. Wir müssen aufhören, sage ich jetzt mal bewusst wir, die Dinge zu definieren. Die Dinge zu begrenzen, indem wir sie bestimmen. Das, was du mit dem Computer gesagt hast, ist toll. Das ist, wie wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen Heizkörper vor mir. Ja, ich habe irgendwann mal die Definierung für dieses, was auch immer gekriegt, das ist ein Heizkörper. Und die Farbe, hat mir irgendjemand mal erklärt, ist grau. Nehme ich das alles weg, ist es irgendwas, was auch immer. Und es kann alles sein. Dann kannst du ins Göttliche reingehen, wenn es darum geht, gibt mir keinen Namen und bestimmt mich auch nicht, was ich sein soll,
dieses Ich bin alles und auch nichts, solange ich mich selbst nicht definiert habe. Und jedes Mal, wenn wir was definieren, sogar uns Menschen, was typisch Mann ist, typisch Frau ist, welche Rolle wir zu spielen haben, definieren wir und begrenzen das, was auch immer es sein will. Wir begrenzen jedes Gegenüber. Der einzige Unterschied für meine Begriffe ist in allem, dass es zwar gewisse Dinge gibt, die im Moment unumstößlich sind, so wie ich als Frau nun mal diejenige oder mein weiblicher Körper nun mal derjenige ist, der ein Kind gebären kann und der männliche ist, der ein Kind zeugen kann. Die dritte Spezies in der Form, wenn ich jetzt in Spezien gehe, haben wir gerade mal, sind wir immer noch fleißig die Jahre am Ausrotten, das sind die Hermaphroditen, die gibt es nämlich auch noch, sprich die sind beides. So sind wir nicht nur zwei, Mann und Frau. Nein, es gibt auch wirklich jeden, die sind beides in einem. Aber solange wir nicht aufhören, die Dinge zu definieren und durch unsere Definierung zu begrenzen, so wie auch Gott, der Gott, nein, es. Solange das, was auch immer sich selbst nicht definiert hat, darum heißt es auch, ich bin, was ich bin, was auch immer ich sein will, es ist ein, ich will sein, ich will so sein. Aber es ist an mir zu entscheiden, was ich sein will, wer und wie und wo und auch warum. Es geht nicht nur um den Glauben, sondern der Wille auch dahinter, sein zu wollen, was auch immer es sein mag. Die Definierungen müssen für meine Begriffe aufhören, wirklich das zu begrenzen. Und dann auch im Göttlichen, dann kann Gott oder das Göttliche oder das was auch immer sein, was es will und kann sich in voller Pracht entfalten und zeigen, wenn wir aufhören, ihm Grenzen aufzusetzen. Und auch mit der Erlösung. Jesus, er hat geheilt ihn, man kann es so sehen, ja. Aber wie war denn die Frage? Willst du gesund werden? Die Antwort war ja. Also sprich, es ist erstmal der Wille des Ich will gesund sein. Also wieder Ich will sein. Und so ist es mit allem. Und die Erlösung, ja, da kommt keiner und der erlöst uns. Ich glaube, die Wiederholung brauchen wir nicht. Die haben wir ja ans Kreuz genagelt. Es geht darum, wirklich im Bewusstsein, dass ich sich in jedem Ich etwas ändert, etwas entwickelt, etwas wächst, das erkennt, dass es ist. Und dementsprechend auch erkennt, was es kann. Und das ist verdammt viel, was wir alle können. Und das auch als letztes, alles lebt. Jeder Stein lebt. Jeder Baum lebt. Alles in seinen Wesenszügen und alles in seiner Art. Und doch ist alles. Und es lebt auch. Es kann nicht alles laufen. Okay, es hat keine Beine, aber doch lebt es. Seiner Art, seinem Wesen entsprechend. Kalt, hart wie ein Stein oder zart wie ein Gänseblümchen. Aber es lebt auf seine Art. Und wir sollten es auch leben lassen auf seine Art. Und ihm nicht immer irgendein Leben aufzwingen, das ihm nicht entspricht und das es gar nicht will. Aber fertig. René. Jack. René, willst du nicht? Doch, doch. Nur gewartet. Ja, ich wollte darauf auch noch mal was sagen, weil ich stimme da absolut nicht mit überein, da regt sich alles in mir irgendwie. Eben wurde der PC vom Bauch hier angesprochen. Ja? Mein PC, ja, der hat Windows drauf. Mein PC selbst weiß, was für Programme er hat, weil er kann sie ausführen. So darüber hinaus kann er aber nichts für an sich selbst hinzufügen, was er nicht bereits schon hat. So. Und genauso in diesem selben Bewusstsein sind auch alle anderen Menschen. Weil sie glauben auch, ich bin meine Art, du bist deine Art. Ja, ja. Und wir alle sind so abgeschlossen voneinander. Halt unser Ich-Bewusstsein, unser Selbst. Und darum läuft auch jeder, nach meines Erachtens, genau immer auch in seiner Schlaufe drumherum. Weil er sich immer nur selbst betrachtet. So. Ich bin schon, und das ist meine absolute Überzeugung, dass der Satz von Jesus
außen sowie innen, genau in dieser Reihenfolge, man kann es wortwörtlich nehmen, genau so immer geschieht. Ja? Wenn ich etwas erkenne, ja, was ich vorher noch nicht erkannt habe, oder ich bekomme eine Erkenntnis, die sich aus irgendetwas ergibt, dann ist immer irgendeine Verbindung da. Zu irgendetwas. Sei es ein Mitmensch, der mir irgendwas sagt, sei es ein Vorfall, der geschieht, sei es das, jenes oder sei es ein Buch, was ein anderer geschrieben hat. So, ich halte dieses, diese Haltung, dass jeder sein Selbst ist, für total gefährlich. Und auch für den. Aber niemand was erfinden können. Du vergisst eine Hälfte. Ja, das kannst du dich ja gleich korrigieren, wenn du magst. Okay. Ich halte das gefährlich, weil es heute genau so ist und weil es genau der Grund ist, warum jeder in seinem eigenen Kreis ständig in seiner eigenen Matrix rumläuft und da keinen Ausweg findet, weil er das Außen nicht betrachtet. Weil er das Äußerliche nicht so erkennen vermag, weil er von seinem, was ihn doktriniert wurde, so eingenommen ist und von seinem Bewusstsein, von sich selbst, so überzeugt ist, dass von außen gar nichts mehr vermag einzudringen. Ja? Und das ist für mich auch der Grund beziehungsweise die Lebensaufgabe von Jesus gewesen. Ja? Etwas zu bringen, was du noch nicht gekannt hast. Er sagte, ich komme nicht von dieser Welt. Ja? Ich bringe dir etwas, was du bisher noch nicht kanntest. So. Und dadurch, dass ich es gebracht habe, kann ich selbst in dir Gestalt annehmen. So. Ist dasselbe, wie wenn ich jetzt ein Unwissender bin, keine Mathematik gelernt habe, zu einem Mathematiker gehe und er bringt mir Mathematik bei. Ja? Das läuft in, das ist ein Naturgesetz. Wenn ich was nicht weiß, muss es zu demjenigen, der es weiß. Also heben wir uns gegenseitig doch hoch. Ist doch schön. Das Ding ist, pass auf, jetzt sage ich dir einfach, was mir durch den Kopf geht. Das, was du gerade sagst, halte ich für mindestens genauso gefährlich, weil diese Sichtweise genau die ist, die dich zum Opfer der äußeren Umstände macht. Und Anja schreibt gerade im Chat, und was passiert, wenn ich dir sage, dass dieser Satz verdreht wurde und im Original innen wie außen heißt? Und ich sage, Mittelweg, innen und außen entsprechen einander, weil es ein Spiegel ist. Da ist scheißegal, geh ins Badezimmer und vor den Spiegel und dann sag mir, wenn du irgendeine Bewegung machst, ob das innen oder das außen die Bewegung zuerst macht. Es ist in bidirektionaler Funktionsweise. Innen und außen sind, ob man das jetzt will oder nicht, aber sind eins. Und wenn man gelernt hat, dahin zu gucken, wo sich das zeigt, sieht man das überaus deutlich. Ich gebe dir trotzdem recht in gewissen Perspektiven, aus gewissen Perspektiven heraus, nämlich aus der Perspektive des Ego herausgesprochen. Die Egos sind nämlich tatsächlich wie die Computer. Die kennen, was sie kennen, und ansonsten muss man erstmal was Neues draufspielen und das Neues kennenlernen. So wie du das gerade mit Jesus als bin nicht von dieser Welt und bla bla und bin nicht was Neues geschildert hast. Und jetzt sage ich, habe ich eben gesagt, du vergisst aber eine Hälfte, die du nicht gerade in diese Variante, die du da gerade erzählt hast, eben nicht reinpasst, nämlich dass wir nicht diese Computer sind. Wir sind nicht die Egos. Wir sind nicht das Konglomerat aller Ansichten, Angewohnheiten und Programmierungen, aus denen unsere Egos bestehen. Da aber durch die Ego-Identifikation, die sehr, sehr heftig betrieben wurde, im Buch steht das irgendwie ein bisschen lustig beschrieben und aufgelöst, warum es dazu gekommen ist, dass, und wie vor allen Dingen, wie es dazu gekommen ist, nämlich dass halt eben der Geist und seine Logik, die eigentlich sehr maßgeblich auch mit, also ein gleichwertiger Teil des Ganzen ist, absolut runtergeschraubt war. Gläubigen Menschen kannst du nicht mit Logik kommen.
die, den kannst du mit der simpelsten Logik kommen, die kleinste Kinder verstehen können, und die können sie nicht mehr verstehen, weil es nicht mehr in ihr Denkmuster reinpasst. Das heißt, ich habe es auch einfach dran gegeben, es gab so Zeiten, da hatte ich den Impuls, und da reden wir dann von uns, was von den Impulsen kommt, die sind nämlich am Computer nicht gegeben, weil der Computer macht überhaupt gar nichts, wenn sich nicht ein Mensch davor setzt, der ihn bedient. Und auch der kann natürlich auch nur das benutzen, was auf dem Computer drauf ist. Will er was Neues kennenlernen auf dem Computer, muss er eine CD einlegen mit neuen Daten. Oder halt was aus dem Internet laden. Und das ist bei uns tatsächlich absolut genauso. Deswegen finde ich diese diese Analogie zu den Computern als Erschaffer oder Möglichmacher, Erlebbarmacher virtueller Welten, die relativ real erlebbar sind, nämlich mit zwei Sinnen, und unserer Realität hier, die wir nur deswegen als realer empfinden, weil sie so real ist und das mit mindestens 5 Sinnen wahrnehmbar, für viele von uns auf der Erde mit noch völlig anderen Sinnen, die uns Menschen überhaupt gar nicht, wo wir noch nicht mal uns vorstellen können, weil sie auf unserer Festplatte gerade nicht drauf sind. Aber gehen wir wieder zurück zu den Haien. Haie und Delfine haben vor allen Dingen halt eben Echolote. Zum Beispiel, stellt euch mal vor, wir hätten Echolote, hätten wir 6 Sinne, mit denen wir wahrnehmen können, und hätten noch einen Sinn mehr, der uns so fest davon überzeugt sein lässt, dass das hier völlig real ist, und uns völlig vergessen lassen, dass es trotzdem nur eine Illusion ist. Wie auf den Computern. Man kann vollständig gefesselt vor so einem Computer oder Xbox oder Playstation-Spiel sitzen und völlig die Zeit und alles um sich herum vergessen. Und dann muss jemand anders einen noch anschreien, damit er da irgendwie wieder rausgerissen wird. So real wirken diese Welten schon auf den Computern. Und unsere hier ist letztendlich nichts anderes. Aber nach 21 Tagen Training kann ich nicht anders, als die ganze Zeit nur auf meinen Monitor gucken. Und ich schaffe es tatsächlich nicht wirklich neben den Monitor zu gucken, weil ne, der nun mal eben aus meinem Sichtfeld besteht. Wenigstens auf die optische Weise hin. Aber es ist ja schon, also ne, an Leary musste ich eben an einer anderen Stelle noch denken. Vor allen Dingen, als Anja halt eben sagte, wenn wir aufhören zu definieren, was wir sehen, dann kann es wieder alles sein. Mit der Grundeinstellung sollte man mal vor allen Dingen das dritte Buch von Castaneda lesen. Dann versteht man nämlich wesentlich leichter als Castaneda damals, der noch 10 Jahre gebraucht hat, um das zu kapieren, weil er eben diesen Status nicht hatte und erst 10 Jahre kapieren musste, dass er aufhören muss, Dinge zu definieren, um sie alles Mögliche sein lassen zu können, während ihm während dieser 10 Jahre mit Don Juan schon ständig solche Dinge passieren und er die ganze Zeit immer noch glaubt, der alte Mann, der will mich irgendwie verarschen, der mixt mir irgendwelche halluzinogenen Drogen unter das Essen oder sonst irgendwas, was er nie gemacht hat. Er hat ihn Dinge sehen lassen. Er hat ihn Dinge sehen lassen, die er sich nicht erklären konnte. Er hat ihn abgehalten, auf eine Brücke zu gehen, die er vollständig fest überzeugt war zu sehen. Und Don Juan reißt ihn wieder runter und sagt, bist du bescheuert, Alter, so stark bist du noch nicht. Du stehst mitten auf der Brücke und dann fällt das Konstrukt und dann landest du 100 Meter tiefer im Chaparral. Weil diese Brücke gar nicht da war. Wie er am nächsten Morgen sieht, wo er nämlich in einem völlig anderen, wo er aufwacht, wo er eingeschlafen ist, aber in einer vollständig anderen Landschaft, als er es abends wahrgenommen hat. Und solche Sachen. Lohnt sich sehr. Ging mir gerade nur als Tipp durch, weil wenn wir schon über solche Sachen gerade reden, können wir das auch sehr nutzen. Also wenn wir es hinbekommen, Anja bekommt es auf jeden Fall gerade hin, kann ich dir gerade empfehlen, mit dem Gedankenstatus, den du gerade hast, wenn du das in der Lage bist, so zu sehen, zieh dir gerade nochmal das dritte Buch von Castaneda rein, die Reise nach Ixtlan, die Lehren des Don Juan, die wirst du gerade aufsaugen, wird dir gerade sehr helfen. Ja, wir dürfen nur nicht vergessen, Moment René, wir dürfen nur nicht vergessen, Naturdesign und Jürgen, die warten immer noch, dass sie reden dürfen, weil die in der Reihe sind. Deshalb Naturdesign und dann Jürgen und dann René. Oder beziehungsweise Anja war, glaube ich, auch noch vorher. Naturdesign. Henning. Ja, ich möchte noch mal was zu dieser Erlösung sagen. Ich sehe die Erlösung eigentlich dahingehend, dass, wo wir eigentlich auch in unserem Gebet immer sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass sie eigentlich erkennen,
dass es gar keine Schuld gibt. Ja, genau das habe ich ja eben gesagt. Okay. Das ist ja genau das, worauf Jesus auch die ganze Zeit rumgeritten hat. Er will uns von unserer Schuld befreien. Das ist so ziemlich der Tenor all dessen, wovon er spricht. Darüber hinaus, wenn wir das dann geschafft haben, über all das, was wir dann halt machen können. Ja, das darf ich jetzt kurz. Ist das mit der Akustik besser, Leute? Wenn ich beschwere euch durch laut. Ich wollte sagen, der PC-Vergleich hinkt mir ein bisschen, ja. Ich denke, wir sind keine unbeschriebenen Blätter, ja, die wir da sind. Also jeder bringt viel mit, ne? Also jeder ist so verschieden wie nicht zwei Computer, also. Und reflektiert das in seiner Weise, ja. Das andere habe ich leider vergessen, ist so viel Zeit vergangen. Naja, ich höre erst mal weiter zu. Anja. Die Reflexionen, die wir sehen, für meine Begriffe, sind vom Innen im Außen. Man kann den Satz wirklich mal bewusst umdrehen. Einfach mal mit Absicht. Auch mal davon ausgehen, dass viele Dinge bewusst so geschrieben worden sind, damit sie eine bewusste Reaktion hervorbringen. Nämlich, dass man Dinge verdreht sehen soll. Denn wenn man sie anders sehen würde, käme man zu einem Ergebnis, das nicht gewünscht ist. Und so sind wir eigentlich für meine Begriffe das, was wir glauben. Unser Glaube oder an das, was wir glauben, auch an die Programme, die wir leben, werden zu unserer Wahrheit und dann leben wir. Und die Reflexion sehen wir im Außen wirklich als Spiegelung. Das ist die Möglichkeit, wie der Mensch erkennen kann, was er gerade getan hat. Auch am Körper kann er erkennen, wie er denkt. Habe ich den ganzen Tag nur scheiß Gedanken, brauche mich nicht zu wundern, wenn ich vorm Spiegel stehe und sage, ey Leute, sehe ich immer wieder scheiße aus. Mit dem Ego ist es für mich so, das Ego gehört zu uns. Das Ego ist nützlich. Das Ego ist ein Teil von uns. Von jedem Menschen, auch von jedem Tier. Es ist eigentlich der Ursprung allen, dass wir essen, dass wir trinken, es hält uns am Leben. Es ist aber auch unser größter Kritiker. Und ich glaube, es wird Zeit, dass die Menschen anfangen, ihr Ego mal mit einzubeziehen und es lernen oder lehren. Weil was macht das Ego den ganzen Tag? Es spiegelt einem Dinge vor wie schlechtes Gewissen oder sonstiges. Aber für ein schlechtes Gewissen gibt es einen Grund, umsonst macht das Ego es nicht. Es ist wie ein für meine Begriffe Reminder, ein Erinner mich. Und wenn mein Ego mir jetzt was und auch ein Tester an mich, wenn mein Ego mir jetzt vorspiegelt, zum Beispiel schlechtes Gewissen, weil ich eine Rechnung vergessen habe, dann habe ich sie vergessen. Mein Ego macht mir jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn ich ins Bett gehe und lässt mich nicht schlafen. Dann kann ich sagen, oh Gott, Ego, du hast recht, ich habe es vermasselt, morgen früh mache ich es. Habe ich sie aber bezahlt und mein Ego macht das trotzdem mit mir, dann kann ich wirklich sagen, danke Ego, ich habe sie bezahlt, hast du es nicht mitgekriegt, aber schön, dass du mich testest. Ich stehe aber fest und weil ich feststehe, kann ich dir sagen, ich habe sie bezahlt. Also eine doppelte Art, wie es mit uns lebt oder wir mit ihm leben können. Und je bewusster ich mir das als Mensch mache, umso mehr kann ich es führen und leiten in die Richtung, in die ich will, kann es aus der Verzerrung, aus dieser Qual rausholen und mit ihm eine wundervolle Partnerschaft und Harmonie eingehen. Und zusammen ist es eine Kraft, die dann entsteht, die ist einfach wow. Denn ich kann mich aufs verlassen, dass es immer da ist, wenn ich mich selbst vergesse und es erinnert mich daran, dass ich mich vergessen habe. Ich glaube, das ist wichtig. Zumindest für meine Begriffe. Wie es die anderen sehen, weiß ich nicht. Na, okay. Ganz kurz da an der Stelle zu dem Begriff Ego, ist mir das ein bisschen verschwommen definiert. Kann das jemand ganz klar definieren? Ist das nun sowas furchtbar Böses? Lass dein Ego gehen? Oder ich meine, manchmal ist es auch wichtig zu sagen, ja, jetzt komme ich erstmal dran, ja, oder ich lasse mich auch nicht verletzen oder ich lasse mich hier nicht anmachen oder mein Gott, ja, oder ich muss dem und dem helfen. Das ist ja auch vielleicht egoistisch gedacht, aber es ist ja menschlich in Ordnung. Was ist dieses Ego? Ich wird so viel mit diesem Wort herumverwenzelt und es ist nicht richtig definiert, ne? Jürgen, der Ego ist, nimm mal das Wort auseinander.
das Ego ist. Es ist einfach. Das heißt, lateinisch heißt ich. Das hört sich jetzt aber auch sehr mystisch an. Ich glaube, er braucht es klarer. Wenn du dafür eine Antwort sehen möchtest, kann ich dir gerade sagen, empfehle ich dir ab jetzt gerade mal eine folgende Sichtweise einzuloggen, die besagt, das Ego ist ein Konglomerat aus Programmierungen, Angewohnheiten, Denkmustern, der wir tatsächlich, solange wir glauben, dass wir das alles sind, weil wir uns mit diesen Denkmustern, Programmierungen, Angewohnheiten identifizieren, tatsächlich ein Problem damit bekommen können. Das Ego ist nicht nur gut oder nützlich. Ohne das Ego könnte keiner von uns aus seiner Perspektive heraus wahrnehmen, weil das Ego die Perspektive überhaupt erst bildet. Man könnte auch sagen, es sind die ganzen Brillen, die wir gerade tragen. Das Konglomerat unserer sämtlichen Sichtweisen und all dessen, was uns denken und tun und handeln und reden lässt, wie wir das tun. Vor allen Dingen, wenn wir es gerade einfach aus dem Bauch raus quasi unbewusst machen. So, das kannst du jetzt nehmen oder nicht. Ich empfehle dir nur, wenn du eine Antwort auf deine Frage sehen möchtest, nimm dir ein halbes Jahr Zeit und sieh es so. Und dann wird sich das immer klarer. Also ich kann das mittlerweile, ich habe überhaupt kein Problem, keine Fragen mehr zum Thema Ego und kein Problem mehr damit, weil ich genau das getan habe. Das ist auch oftmals so. Oftmals können wir gewisse Antworten nicht sehen oder verstehen, weil wir uns weigern, unsere Sichtweise zu ändern. Wenn ich eine Frage stelle, auf die ich eine Antwort haben möchte, ist oftmals genau das, was zu tun ist, nämlich die Sichtweise zu ändern. Jetzt kommen wir nämlich dann wieder, dass im Innern etwas passiert, was dadurch das Außen anders erlebbar machen lässt. Weil es eben das eine ist. Amarchi, Änderung im Innern, ändert sich auch was im Außen. Immer, grundsätzlich, beobachtet auch das selber. Das sind alles Mantren, die mir sehr, sehr geholfen haben, sehr viel Klarheit in mein Leben reinzubringen. Und das kann ich gerade einfach nur als Tool weitergeben. Wer es benutzen möchte, soll das bitte tun. Und wer nicht, bitte nicht. Aber wir brauchen hier nicht zu diskutieren, ob hier irgendjemand Recht hat oder nicht. Weil das ist nämlich auch wieder einfach nur eine Angewohnheit des Egos. Darum sagte ich ja, das Ego aus der Verzerrung rausholen. Unser Ego, für meine Begriffe, leidet unter einer fürchterlichen Verzerrung. Ich wollte dir auch nicht widersprochen haben. Ich habe mal den Satz zu verdrängen. Ich habe mal den Satz gelesen und der hat mich eigentlich erst da drauf gebracht. Der stand in einem Buch. Da steht, das Ego, auch Egoist, also das übersetzt Ich Bin, ist die ursprüngliche Definition Gottes. Aber unser Ego, das wir haben, diese Definition oder diese Definierung, oder Identifikation, so kann man es auch nennen, Identifikation stand sogar genau da, entschuldigt, leidet unter einer Verzerrung. Das heißt, wir sind es, die all das zulassen. Es ist an uns, all diesen Müll rauszuschmeißen und das Ego wirklich von diesen Verzerrungen, unter das es leidet, zu erlösen und zu befreien aus dieser Krankheit von Programmen. Was denn möchten? Natürlich, wer will. Genau. Das ist vorausgesetzt. Aber das ist eigentlich, es erinnert mich halt automatisch direkt wieder an etwas, was auch im 2020-Buch steht, nämlich die Phase, wo die Erzählperspektive eigentlich aus Nathan heraustritt und sich in alles umfassendes Bewusstsein verwandelt. Und auf einmal aus einer völlig anderen Perspektive erzählt wird, aus der man Nathan sehen kann, von außen heraus, und halt eben da steht, von diesem Bewusstsein, was dann spricht, ja, ich bin das, was in euch allen agiert. Und ihr nennt mich ja auch tatsächlich alle so, dass ich in euch allen agiere. Nämlich, ihr nennt mich alle Ich. Ego, das lateinische Wort für Ich. Jeder nennt sich selbst Ich und trifft damit tatsächlich, ohne es zu wissen, den Nagel auf den Kopf. Weil Ich ist, weil Ich bin, das große Ich bin ist.
Das ist also fast an der Stelle wird es fast lächerlich simplifiziert, sodass es wirklich, also lächerlich im Sinn von eigentlich versteht, dass jedes kleinste Kind diese Dinge, sobald es halt mit solchen Worten was anfangen kann, sagen wir so ab 2, 3 Jahren, wenn man mit Kindern reden kann, kann man denen diese Sachen erklären, die verstehen das sofort. Die verstehen das sofort. Genau. Ja, und hallo Shogun, schön, dass du zu uns hochgekommen bist. Aber der René war noch vor dir, bitte. Also erst René und dann Shogun. Ja, ich habe jetzt zur Hälfte wieder den Faden verloren. Okay, dann Shogun. Nein, genau. Ich habe schon was. Insofern ist Schuld auch ein reiner Zustand des Ego. Schuld und Ego Check. Gehören unweigerlich zusammen. Daher entschuldigt euch nicht und schon gar nicht nur so floskelhaft. Nicht uns entschuldigen, general entschuldigen. Für sich selber die Schuld aus seiner Wahrnehmung verbannen, indem man aufhört, Schuld anzuerkennen und Schuld an andere weiterzugeben. Einfach dieses bescheuerte Schuldspiel und nichts weiter. Es ist einfach nur ein Spiel, genau, das aber halt eben sehr unangenehme Folgen haben kann, wenn man das nicht mehr weiß, wenn man das vergessen hat, dass es nur ein Spiel ist, das man tatsächlich aufhören kann, so wie ich das gerade gesagt habe, indem man einfach aufhört, Schuld anzuerkennen und Schuld weiter auf andere zu geben. Indem man damit aufhört, entzieht man sich diesem Spiel und auf einmal spielt Schuld keine Rolle mehr in deinem Leben. Dann ist es weg und daran sieht man, was für eine Illusion das ist. Ich kann das sagen, weil ich die praktische Erfahrung dazu habe. Und die zu bekommen ist nun mal das. Deswegen bin ich kein Heiliger oder sonst, ich bin einfach nur ein stinknormaler Mensch, der angefangen hat, sein Denkapparatus so zu benutzen, dass ich auch selber was davon habe. Und keine Ahnung. Und dann habe ich all diese Dinge gefunden. Die liegen vor unseren Nasen. Das habe ich aber halt auch, ich habe das Fach allgemeine Wahrnehmung studiert, an der Universität des Lebens sehr, sehr interessiert und sehr begeistert vor allen Dingen und habe mich sehr viel mit anderen Leuten ausgetauscht und weiß, dass ich da nicht der Einzige bin, der diese Dinge mittlerweile sieht, weil er halt die entsprechenden Sichtweisen angenommen hat. Und da hagelt es dann auf einmal Ausrufezeichen. Da ist wirklich auf einmal einfach vieles, vieles klarer. Und ich kann auch aus dieser Perspektive sagen, diese Klarheit war das, was mir damals fehlte. Und dann René ist jetzt dran. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, was sagen wollte. Danke, Shogun. wir haben eben davon geredet, beziehungsweise Anja hat es angeführt, dass es ein Fehler sei, das eingangs hat sie erwähnt, die Dinge zu definieren. Ja? Das zweite Mal, wo sie geredet hat, hat sie genau das Umgekehrte gesagt. Genau das Umgekehrte. Und zwar, dass wir aus unserem Ego, aus unserer Definition erst die Welt zu dem machen, was sie ist. Ja, also mit anderen Worten, jetzt mit meinen Worten. Ich glaube, und das ist jetzt nicht böse nehmen, ja, ist nur ein Gedanke, der mir in dem Moment durch den Kopf schoss. Mir sagen das eine, was wir glauben oder zu denken, wir denken aber genau andersrum. So, ich möchte das daran mal festmachen, klar, wir definieren das, was uns außen hervorkommt, ja, und darin erkennen wir oder beziehungsweise glauben wir zu erkennen, dass wir ein Ich besitzen, ein Liebes-Ego, ne, wie man es jetzt auch nennen mag, und trotzdem erkennen wir ständig so, dass unsere Definition, unser Antrieb, ja, manchmal oder öfters, je nachdem, ja, den falschen Weg nimmt. Das erkennen wir daran so, dass wir auf einmal an etwas stehen oder in etwas sind, wo wir uns nicht mehr wohlfühlen. Ja, wo wir sagen so, boah, ey, was mache ich denn hier die ganze Zeit? Ja. In diesen Augenblicken, und das war meine Erkenntnis, ja, sagt Gott einfach immer nur durch die Konsequenzen, ey, ich bin dein Brot. Ja? So, Jesus sagte, schnappt euer Kreuz und folgt mir nach. Ja? So, jetzt
Schnappi. Jetzt steht der aufgewachte Mensch da, der glaubt, aufgewacht zu sein, und sagt, nö, ich folge mir selber. Ja, klar, kannst du machen. So, aber da musst du mit den Konsequenzen rechnen. Ja, weil das Äußerliche beziehungsweise der Wahrheit ist es vollkommen Latte, was du jetzt im Augenblick für wahr hältst. Ja, wenn du mit ihr nicht einstimmst, dann stimmst du mit ihr nicht ein. So, wenn der Weg, den du gehst, ja, dein eigener ist und der tut dir nicht gut, so, dann ist es eine Tatsache. Dann kannst du tausendmal sagen, ja, aber ich habe meine eigene Wahrheit und ich bin ich und alles andere. Das ist dem Äußerlichen in dem Moment Latte, weil es einfach so ist in dem Moment, wie es ist. So, wenn du dich daran nicht hältst, ja, dann musst du halt nochmal auf die Schulbank. So sehe ich das. Wir haben doch nun hinlänglich diskutiert, dass es offensichtlich keine Schuld anzunehmen gilt. Nun, da das Kreuz mit Sicherheit ein Synonym für die Schuld ist, ist dies unserer Meinung, ich denke, es darf ich so sagen hier in dieser Runde, unserer Meinung nach ein Schmarrn, was da René hier erzählt hat. Also wenn ich ganz kurz, also ich glaube, René, dass du Anja am Anfang falsch verstanden hast, denn ich habe das, ich glaube, Bauchi auch und Anja auch, wir haben das also alle eigentlich anders verstanden. Und ich glaube, das mit dem Kreuz ist dann doch ganz, ganz anders gemeint, aber das ist, und das mit Schuld, ich sehe da keine Verbindung zwischen dem Kreuz und der Schuld, sondern ich sehe es etwas anders. Also. Aber ich denke mal, bevor Anja, weiß nicht, ob der Bauchi vorher noch wollte. Nicht wirklich, aber du hast Anja, im Prinzip das schon gesagt, was du, also mir ist das auch aufgefallen, dass die Anja das am Anfang anders ausgedrückt hat, als der, wenn ihr das hinterher differenziert wiedergegeben hat. Mir ging halt nur durch den Kopf, René, du hast mich da gerade einfach nur drauf gebracht, aber es soll in alle Ohren gehen, die gerade zuhören. Lasst mal bewusst bitte Widersprüchen mal bitte einfach die Möglichkeit, sich zu ergänzen, weil dann kommen wir hier um einiges mal. Ja. Anja? Erstens mal, ja, du hast es wirklich verdreht, was ich gesagt habe, René, aber davon abgesehen oder verdreht verstanden, wie auch immer. Schuld ist für mich zweierlei. Auf der einen Seite, wenn ich meinen Pudding anbrennen lassen habe, weil ich nicht beim Puddingkochen war, ist es wirklich meine Schuld. Das hat aber nichts Negatives. Folge ist, ich muss den angebrannten Topf schrubben. Was Schulden betrifft in Form von Rechnungen oder was auch immer, wir bezeichnen es als Schulden, bezeichne ich einfach sowas, da ist etwas noch nicht in Harmonie gebracht, noch nicht in Ausgleich gebracht. Gut, wir sagen, ich schulde dem anderen was. Für mich ist es einfach, die Harmonie und der Ausgleich ist noch nicht geschaffen. So ist das für mich, hat es eine ganz andere Wertigkeit. Und mit dem Satz, nehmt euer Kreuz und folgt mir, geht es für mich nicht um das Kreuz in Form des Holzes, Kreuzes, was viele Menschen sehen, sondern einfach, wir haben ein Kreuz, wir haben einen Rücken. Wenn ich die Arme auseinander mache, links und rechts bilde ich ein Kreuz. Für mich geht es darum, nehmt das, was ihr auf euren Rücken geladen habt und folgt mir. Das kann zu verstehen sein in Form von, ich habe einen Rucksack voll mit Nahrung. Das kann auch verstehen sein, ich habe einen Rucksack voll mit Sorgen, mit Problemen, mit Gedanken, mit Fragen. Mit was auch immer. Das ist für meine Begriffe, was sich auf dieser Sache mit dem Kreuz bezieht. Nehmt all das, was ihr glaubt, dass ihr tragen müsst, was ihr mitnehmen wollt. Und das ladet auf euren Rücken, weil da liegt es eh schon. Und das nehmt mit. Und damit folgt mir. Mit dem, was euch wichtig ist und was unwichtig ist für euch. Das lasst zurück. Das ist für meine Begriffe das Kreuz, von dem Jesus spricht. Darf ich mal kurz, ich habe mit dem Begriff Schuld, fallen mir zwei Beispiele ein. Zum Beispiel, man sagt ja, wer als Autofahrer einem hinten drauf fährt, ist schuld. Der hinten drauf fährt, ist schuld, ne? Versicherungstechnisch.
So, okay. Ja, mir ist das neu passiert, mir ist allein drauf gefahren und er musste das bezahlen und alles gut. Aber an sich tat er mir irgendwie sogar leid. Wahrscheinlich war der in ein sehr wichtiges Gespräch mit seiner Frau vertieft und okay, hat eben gepennt, ja. Hätte auch böse ausgehen können, stand nämlich direkt vorm Zebrastreifen, ja. Okay, aber was nutzt dann dieser Begriff Schuld? Ich meine, die Jugend heute sagt immer so, shit happens, ja, und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Betrachtung. Nicht immer gleich dieses Persönliche und du bist schuld, das machen die Menschen so gern, ja. Im Jahr 2015, wie im Jahre 1950, es muss ein Schuldiger her, ne? Wenn irgendwas schief geht, natürlich nur, ja, dann muss ein Schuldiger her, ne. Und ich habe das leider oft erleben müssen, dass ich dann der Schuldige war, nicht? Ich sage mal, ich bin für das, was ich tue, verantwortlich. Aber dieses Schuldigsein und die all die miesen Emotionen, die einem damit eingeredet werden, du hast das und hättest das nicht, was für ein Kokolores, ja? Also man verschlimmert eigentlich nur ein bestimmtes Ereignis noch durch diese Schuldzuweisungen und ich finde das furchtbar, ja? Ich weiß nicht, ob das europäisch ist oder altrömisch oder einfach menschlich oder ist das Ego? Kann man sich lange darüber unterhalten, aber es ist irgendwie alles nicht zielführend, ja, diese Schuldzuweisung afterwards. Es sind einfach nur auf der einen Seite Erwartungen und auf der anderen Seite ist es für meine Begriffe so, dass aus der Schuld ist es genauso wie ein Verlust. Es sind Wege und wenn du aus dem Schuldsein, wie jetzt mit meinem Pudding, keine Erkenntnis folgt, dass ich beim Kochen hätte dabei bleiben sollen, dann ist die Schuld wirklich für den Arsch. Dann hat sie ihren Zweck nicht erfüllt. Kommt aber meine Erkenntnis daraus, bitte in Zukunft dabei zu bleiben und umzurühren, war es etwas Gutes, das mich zu dieser Erkenntnis gebracht hat, über das Schuldgefühl, über das Ärgernis. Aber es ist nichts Negatives. Es ist nichts was Negatives in der Form. Auch Verlust ist nichts Negatives. Es sind alles nur Lehren und Wege, so wie Religion auch nur besagt, Weg, Religion ist nichts als ein Weg, zu einem Ziel, beim Puddingkochen dabei zu bleiben. Okay, aber so ein kleines Ereignis ist ja eher, schadet keinem und du selbst sagst, es hat was mit Aufmerksamkeit zu tun, ja, ich war eben mal unaufmerksam in dem Moment und der Pudding ist mir angewandt. Ich meine, es ist ja nun wirklich nicht so schlimm, ne? Außer wenn der Rauchmelder angeht und man nicht da ist, dann ist es ärgerlich. Aber im Grunde ist es eine Lappalie, ja. Und da gleich mit so Begriffen wie Schuld und so um sich zu werfen, das finde ich schon ein bisschen übertrieben, ja. Ich würde ganz gerne noch was zur Schuld sagen, weil ich ja halt auch schon seit Jahren immer wieder auch erzähle, hört mit diesem Schuldgefühl auf, dann wird es euch automatisch ein bisschen besser gehen. Und solange ich das so gespielt habe, war die Schuld für mich tatsächlich auch ein Buhmann. Mir ist aber letztens was aufgefallen. Nämlich, dass das auch etwas ist, was man sich genauer angucken muss. Weil es gibt ein natürliches Schuldgefühl, das uns, wenn wir jemandem auf den Fuß treten, zurückschrecken lassen und merken, oh, ich habe jemandem gerade Schaden zugefügt, das will ich überhaupt gar nicht. Das tut mir selber tatsächlich sogar leid. Also ich leide darunter, dass ich das gerade getan habe. Und dann ist das natürliche Schuldgefühl etwas, was uns sehr dabei dienlich ist, wie wir das gerade schon auch gesagt haben, dabei zu lernen, einen solchen Schaden künftig nicht mehr, es zu solchem Schaden nicht mehr kommen zu lassen. Aber das erfordert, Moment, stopp, lass mich das zu Ende reden. Das erfordert allerdings, dass wir, das Ding ist, dieses natürliche Schuldgefühl ist auch ein Teil unserer Empathie. Und genauso wie wenn wir halt eben wissen, boah, wir haben da gerade was, wir haben da jetzt in der Abwesenheit von diesem jemandem etwas kaputt gemacht. Dass wir ein schlechtes Gewissen bekommen und das, den inneren Impuls, das zu klären, das zu kitten, das zu reparieren, selbst wenn das nicht reparabel ist, dann aber wenigstens dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich war das, kann ich dir irgendwie helfen, den Schaden wieder zu begleichen?
Das ist etwas völlig Natürliches und was auch in natürlichen Völkern auch noch zu finden ist. Was in diesen natürlichen Völkern nicht zu finden ist, ist der perverse Umgang mit diesem Schuldgefühl, den wir auch wieder der römisch-katholischen Kirche zu verdanken haben. Und ich sage es wirklich, zu verdanken haben. Ich mache jetzt hier gerade nicht die römisch-katholische Kirche. Wir sind der alle hinterhergelaufen. Die konnten, hätten ohne uns überhaupt gar nichts tun können. Also wenn, dann sind wir alle die Bösen und die Blöden, die an diesem Spiel teilgenommen haben. Aber die katholische Kirche war einfach nur das Gremium, das das Ganze alles möglich gemacht hat. Aber die haben es dann halt eben quasi dann auch gemacht und haben zum Beispiel, zum einen, die haben zwei Sachen eingeführt, die auf diesem Ding, die ohne unser natürliches Schuldgefühl überhaupt gar nicht funktionieren können. Nämlich zum einen, dass du bist schuld, das gibt's nämlich nicht im natürlichen Schuldempfinden, da ist es, ich bin schuld. Da ist keine Schuldzuweisung außer der nach innen. Und das ist dann normalerweise gar nicht so schlimm, weil das reicht dann schon, dann kann man dem nachgehen und man lernt daraus. Das ist, wo das der hilfreiche, natürliche Aspekt ist. Dieses Du bist schuld wirft dann aber halt eben ein völlig anderes Licht. Wenn ich jetzt nicht mehr einfach nur mit Schuld bei mir bin, sondern halt eben den Schuldigen im Außen suche oder sonst irgendwas, dann hat das für andere mitunter sehr unangenehme Folgen. Das andere, was die römisch-katholische Kirche da sehr geschickt eingefädelt hat, ist die Beichte. Nämlich normalerweise haben wir nicht nur diesen natürlichen Impuls, wenn wir Schaden angerichtet haben, uns hinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, das tut mir leid, das wollte ich gar nicht, um auch zu signalisieren, ich habe ein Interesse daran, dass das nicht nochmal passiert. Und dadurch, dass es halt eben das Du-bist-Schuld-Spiel auch gegeben hat, hat die Beichte dazu beigetragen, dass wir aufgehört haben, zu denen hinzugehen, bei denen wir den Schaden angerichtet haben, sondern stattdessen zur römisch-katholischen Kirche gelaufen haben, als dem Pfaffen ins Ohr zu flüstern, der dann auch praktischerweise auch noch ein Schweigegelübde abgelegt hat und früher als vogelfrei galt, wenn das gebrochen hat. Das heißt, man konnte ihn einfach umbringen, ohne Schuldzuweisungen hinterher befürchten zu müssen und selber auf dem Schaffer zu landen. Das hat uns allen die Möglichkeit genommen, zu uns selber zu stehen. Klickt das gerade? Bei mir hat das letztens sowas von geklickt. Dadurch hat sich auch wieder meine Weltansicht doch wieder um ein maßgebliches Stück geändert. Durch Bewusstsein darüber, wie diese Dinge überhaupt funktionieren. Und ich hätte mich fast nämlich dazu hinreißen lassen, durch meinen eigenen Dogmatismus, der gesagt, die Schuld ist scheiße, mein eigenes natürliches Schuldgefühl zu unterdrücken. Und das wollte nicht funktionieren. Das rebellierte in mir. Das ging nicht. Da wollte etwas kaputt gemacht werden, genauso wie das Ego, als ich noch dachte und irgendwelchen Esoterikern hinterhergelaufen bin, die mir erzählt haben, du musst dein Ego loswerden. Und dann versuchst du, dein Ego loszuwerden. Irgendwann kapierst du mal bei dem Versuch, dein Ego loszuwerden, was dein Ego überhaupt ist. Und dann merkst du, nee, das will ich lieber gar nicht loswerden, weil wenn ich mein Ego loswerde, kann ich durch mein Ego nichts mehr erleben. Und da hat keiner was von. Vor allen Dingen das Universum nicht, das aus bestimmten Gründen gerade durch mein Ego sich selbst erlebt. Und das, was in meiner Wahrnehmung halt stattfindet. Deswegen, so als abschließender Satz in dieser Sendung, wo wir schon die ganze Zeit von Jesus reden und dass dieser Mann vor allen Dingen dafür gearbeitet hast, dass die Leute ihr Schuldgefühl wieder korrigieren können. Ich drücke es jetzt erstmalig so aus, nicht loswerden. Eben habe ich noch gesagt, loswerden. Aber dieses Du-bist-Schuld-Spiel einfach nicht mehr mitspielen, um einen Zugang wieder zum natürlichen Schuldempfinden zurückzukommen, an dem man dann auch überhaupt nicht ersticken kann oder so, wie das halt durch das Du-bist-Schuld-Spiel, da kann man regelrecht dran ersticken. Und dann ist es halt eben sehr schön, dass ich da gerade drüber reden kann, weil ab jetzt werde ich das auch nochmal wieder aus dieser Perspektive ein paar Monate beobachten und kann dann wahrscheinlich auch wieder einiges mehr an praktischen Erfahrungen bringen. Ja, das Interessante ist, Bauchi, ich glaube, wir sind an ziemlich der gleichen Stelle auf ähnliche Gedanken gekommen und uns über uns gegenseitig gestolpert, wenn du dich erinnerst, vor 2-3 Wochen. Es dürfte mit einer der Grundsteine gewesen sein, mir ging nämlich etwas Ähnliches durch den Kopf. Weil ich irgendwo aus der anderen Richtung auf diesen Punkt zugesteuert bin. Und Schuld ist für mich etwas,
was wir Menschen viel zu sehr pauschalisieren, weil es viel zu viele verschiedene Gesichter und viel zu viele Formen hat, die zum Teil berechtigt und zum Teil unberechtigt sind, die darauf bauen, dass die natürliche Form, wie du sie beschrieben hast, existiert und sie sich einfach umdrehen. Und mir kommt dazu der Gedanke der Energierichtung, die ja aus dem Unterbewusstsein, also im Bewusstsein, in der physischen Psychologie, Psyche des Menschen vorkommt, wo es dann heißt, richte die Energie nach innen und sie ist gerichtet und sie ist schöpferisch, und richte die Energie nach außen oder nach außen gerichtete Energie ist explosiv und zerstörerisch. Und wenn man das darauf überträgt, dann findet man da, glaube ich, sehr leicht Parallelen. Also ich, für meine Begriffe, wir haben es zugelassen und machen es auch selber, die Dinge negativ. So könnte man sagen, mein Standardsatz, der ja Asbach uralt ist, aber ich ihn auch in meinem Leben aufgenommen habe, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also auch nicht den Dingen und auch nicht den Worten oder den Sätzen. Und alles, was ist, hat einen Grund, dass es ist. Es dient alles dem Lernen und Erkennen. Und so bräuchte man eigentlich jeden Fehler nur einmal machen. Wenn man sich als gemeinsame Schulklasse empfindet, würde es reichen, wenn jeder Schüler den einen oder den anderen Fehler einmal macht, dann hat ihn praktisch die ganze Klasse gemacht, und man braucht nicht im Einzelnen die Wiederholung, wie jeder muss seine Erfahrung selbst machen. Bei manchen Dingen, glaube ich, ist es Mumpitz. Wir brauchen auch nicht nochmal die Wiederholung des Krieges, um zu wissen, dass sie scheiße ist. Aber wenn ich die Dinge aus der Negativität raushole und wieder ihrem Ursprung zufüge, wird das Leben um vieles leichter. Und dann hören auch die negativen Gefühle auf, die man damit in Verbindung gebracht hat. Aber ich glaube anscheinend, man könnte meinen, wir bräuchten das alles. Oder wir haben es gebraucht. Wir haben es auf jeden Fall zugelassen, warum auch immer. Aber für mich besteht die Frage im Heute, im Jetzt, brauchen wir es immer noch? Oder wird es Zeit, das Loslassen von negativ falsch geformten Dingen, von Kriegen, und endlich mal erkennen und sagen, ja, das ist Mist, und weil das Mist ist, will ich es auch nicht mehr in meinem Leben haben und sorge auch dafür, dass es im Außen so nicht mehr ist. Nicht indem ich den Dingen aus dem Weg gehe, aber indem ich den Dingen, so gut ich durch mein Sein kann, helfe, auf einen guten Weg zu kommen, mit Liebe und mit Geduld und auch mit Hoffnung und mit Glaube. Und wenn wir wieder anfangen zu glauben und von einer besseren Welt zu träumen, trägt sich die auch im Außen oder zeigt sie sich. Wir müssen wieder dran glauben, dass wir es schaffen, dass wir es können. Jeder Einzelne von uns muss für meine Begriffe bei sich im Inneren selbst anfangen. Ich kann das. Und dann wird aus diesem vielen starken Ich kann und ich will und ich tue und ich werde ein wundervolles, starkes Wir. Ja, da sind wir uns ja einig, denke ich. Bauchi, ja, du hast einen interessanten... Warte mal, Jürgen, bitte ganz kurz. Jürgen, du hast eben einen sehr interessanten Schlusssatz gesagt, und ich würde den Vorschlag gerne aufgreifen, und dass wir an der Stelle Titel vielleicht noch einspielen und die Sendung zu schließen und danach mit der Diskussion dann im Nachtrag vielleicht weitermachen. Finde ich auch, und ich würde gerne die Sendung schließen mit eben da, wo er angefangen hat. Also irgendwie schließt sich da für mich dann nämlich so ein Kreis, weil das war das, was mir als letztes durch den Kopf ging, als die Anja angefangen zu sprechen. Überleg dir, wie du die Welt siehst, weil so nimmst du die wahr. Und wenn dir nicht gefällt, was du siehst, dann schraub nicht an der Welt rum, sondern an deinen Sichtweisen. So wird dann ein Schuh draus. Und dann ist egal, ob innen oder außen, sondern dann merkt man, dass innen wie außen ist. Das ist ein und dasselbe. Ja, ich wollte jetzt doch nochmal kurz zum Schuldbegriff. Es gibt ein schönes Video mit Wagand, den kennt ihr vielleicht von diesem Bewusst-TV und so. Der ist sehr, ich mag den gern. Er hat gesagt, man sollte diesen Begriff Schuld einfach auch mal streichen aus dem Duden, ja. Also die Buddhisten kennen dieses Wort zum Beispiel gar nicht. Das Wort, es gibt keine Übersetzung dafür, ne? Und dann wollte ich noch was zu sagen zur Reichweite der eigenen Verantwortung. Mein Gott, ich kann nichts dafür, was jetzt, und keiner von euch kann ja was dafür, was jetzt in Syrien abläuft oder so, ne?
da gibt es natürlich Interessen und da gibt es satanistische Impulse und alles mögliche und finanzielle, furchtbare Egozentriker, sage ich mal, und das sind für mich die wahren Egoisten, ne? Die wirklich über Leichen gehen. Jetzt, ob ich jetzt hier ein Parkticket mache oder vielleicht mal einen schief angucke oder so, das ist okay, ja, sollte man nicht tun, aber wenn ich mir diese Tragweite angucke, dann würde ich mal die Latte nicht zu hoch legen für mich selbst, ja. Ja, Jürgen, hätte ich halt jetzt lieber gern dann doch gedacht, dass das in Nachwort wäre es vielleicht schöner gewesen. Ja. Hätte man noch drauf eingehen können. Was ist schöner gewesen? Entschuldigung, kann ich. Im Nachwort wäre es schöner gewesen. Bauri, welchen Titel? Confusion. Ja. Weil der nochmal genau vom Text her ist es halt eben, du siehst irritiert aus und ich weiß warum. Und lass mich bitte dir die Welt zeigen, wie sie wirklich ist. Das war auch was, was einfach mal aus irgendwann aus mir rauskam und ich habe diese Stimme einfach aufgenommen und dann bin ich der hinterhergelaufen und habe mir eine Welt zeigen lassen, die völlig anders aussah, als die, die ich bis dahin kannte. Und ja, ich möchte mich sehr herzlich bedanken dafür, dass ihr heute dann doch so zahlreich auch noch da wart und freue mich sehr auf den nächsten Freitag, der dann wahrscheinlich, so Gott will, aus Stuttgart kommt, aus dem Proberaum von einer Band, die mit der Rubin bekannt ist. Und ich freue mich sehr darauf, da jetzt dann noch am Montag mal auf Tour zu gehen. Und dann von wo auch immer ich dann bin, die nächsten Sendungen zu machen. Es war schön, euch heute dabei zu haben. Es war für mich eine sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Sendung. Ich habe selber wieder einiges gelernt und mitgenommen heute, was ich mir dann jetzt in der Folge erstmal genauer angucken werde. Nicht nur Sachen, die ich gesagt habe, auch von euch kamen sehr anstößige Gedanken, Denkanstöße. Und ja, das ist genau das, was halt auch im Buch steht, was da offensichtlich in dieser Zeit gerade passieren soll, nämlich, dass wir anfangen zu sagen, was wir wirklich denken und dadurch alle unser Bewusstsein erweitern, indem wir halt eben anfangen, uns auch ebenseitig zuzuhören. Und ich finde sehr schön, wie das hier immer wieder doch auch passiert und freue mich, dass da halt eben auch in dem Punkt das Buch sich gerade wieder selbst bewahrheitet und hier kommt noch das Confusion-Beat und dann hören wir uns hier im Nachtalk weiter und wer dabei sein möchte, gerne nächste Woche wieder an der gleichen Stelle, Freitagabend, 20 bis 23 Uhr, Bauchi auf Sendung. Bis bald. Ja, und ich hänge jetzt doch noch einen Schlusssatz dazwischen. Bauchi, ich habe nämlich genau diesen Titel schon hochgeschoben. Ich weiß nicht warum. Genau deshalb. Und ich möchte nochmal daran erinnern, am Sonntag haben wir das letzte Viertel von deinem Buch im Bücherregal. Um 22 Uhr. Genau, kommt auch noch. Übermorgen. Darf ich fragen, um welches Buch geht es? Ich habe den Anfang jetzt hier nicht. Bitte nochmal. 2020, die neue Erde. Von dir? Richtig. Okay, schau ich mir mal an. Und damit sage ich schön gute Nacht und bis demnächst und Band ab. Thank you.
the world's okay, your side is wrong. Please let me take you where you belong. The world's okay, your side is wrong. Radio Boogie Talk.